So, ich erlaube mir trotzdem gleich zu beginnen. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei der Digital Society. Schön, dass Sie es zu uns geschafft haben. Wir haben, glaube ich, heute einen sehr, sehr spannenden Diskussionsabend. Ich darf mich einmal vielleicht selbst vorstellen, damit Sie wissen, wer vor Ihnen steht. Mein Name ist Alfons Barowski. Ich habe das Vergnügen, in der Digital Society die sogenannte Rolle Vice President Mitgliederverwaltung zu haben oder Mitgliederbetreuung. Also ich bin da, man kann mit mir reden und ja, also es ist eh simpel, aber es muss halt alles einen schönen Titel haben. Ich darf Sie heute durch den Abend führen und die Moderation übernehmen und schauen, dass wir die Zeit irgendwie einhalten. Das heißt, eine Frage, die sich aus 10 Teilfragen besteht, werde ich mir erlauben abzudrehen, sonst schaffen wir es zeitlich nicht. Was macht die Digital Society? Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir haben eine Vision, ja, ich habe blaue Augen, die lautet, wir wollen eine freie digitale Welt, von der alle Mitglieder in der Gesellschaft profitieren. Und jetzt könnte man sagen, na, wie realistisch ist das und ist das schaffbar und kann man das machen? Ja, genau deswegen versuchen wir gemeinsam an dem Thema zu arbeiten. Eine Vision ist etwas, was man anstrebt und nicht das, was schon einfach ums Eck ist. Wir kriegen immer mehr Mitstreiter und Leute, die uns unterstützen. Was können Sie tun, um hier mitzumachen? Erstens einmal haben wir einen Newsletter, subscriben, dann dürfen wir Ihnen legal die Information zustellen. Ja, dann können Sie es nachlesen. Der nächste Schritt, den man machen kann, ist zu sagen, oh, ich will mich einbringen, weil ich habe auch gute Ideen. Das wäre dann die ehrenamtliche Mitarbeit. Man kann dann sogar noch weitergehen und sagen, das ist klasse, was die Frauen und Männer bei der Digital Society tun. Ich muss immer aufpassen, dass ich das richtig hinkriege und nicht falsch. Also was die im Verein tun und ich möchte das unterstützen. Dazu gibt es eine Fördermitgliedschaft. Und etwas, was noch bis Ende des Jahres läuft, ist eine Studie für Unternehmer allerdings nur. Die nennen wir Reifegrad-Studie zur Digitalisierung. Wir wollen nämlich im nächsten Jahr mit den politischen Parteien darüber diskutieren, was müsste man denn tun zur Digitalisierung und reicht es, so ein Kaffeekränzchen mit einem Tablet einzuladen oder braucht es da vielleicht doch ein bisschen mehr? Ihre Perspektive ist gefragt, finden Sie alles auf unserer Homepage. Ja, um den heutigen Abend sozusagen einzuläuten, haben wir so ein, mit Danke an alle, die mitgearbeitet haben, ein Positionspapier geschrieben, Zukunft der Arbeit, der Wissensarbeit. Das ist erst der Anfang. Wir haben dieses Papier zu einer breiten Diskussion auf eine Plattform gestellt. Sie können das über digitalsociety.at/wb für Whitepaper-Arbeit erreichen. Da können Sie sich subscriben. Ja, wir brauchen Ihre Daten und Namen und ja, wir müssen das speichern. Wir haben die DSGVO nicht erfunden. Wir dürfen sie darauf achten, dass sie auch eingehalten wird. Und dann können Sie Ihre Inhalte hierzu mit einbringen. Die Idee ist, auch als Verein auf Partizipation in breiter Basis zu setzen. Wir glauben, dass der Inhalt nur besser werden kann, weil es gibt so viele kluge Köpfe draußen, mitmachen und beteiligen. Ja, jetzt haben wir den Einleitungssermon hinter uns. Das war der Hinweis, also White Paper. Wir haben das natürlich bei unseren Gästen und jetzt darf ich das Pendel vorstellen, natürlich vorher ausgeschickt, damit sie ein bisschen Zeit haben, das zu lesen. Mir wurde erzählt, einer der Anwesenden hat das sogar im Schweiß seines Angesichts gelesen. gar nicht gewusst, dass das Papier dann so zum Schwitzen bringt. Ja, dann darf ich einmal die Vorstellung beginnen. Ich glaube, Sie kennen die meisten sowieso, aber ich darf einmal bei der Ladies First natürlich bei der Sigi Maurer anfangen. Grüne, herzlichen Glückwunsch zum Wiedereinzug im Nationalrat. Vielen Dank. Ich gehe davon aus, du wirst Nationalratsabgeordnete sein. Zumindest habe ich dir einen Büttel mit dem Werner Kogler gesehen. Also, aber du musst keine Geheimnisse rauslassen. Ich bin gewählt, ja. Ja, eben, na, dann passt es, super, gratuliere. Dann haben wir den Jörg Neumeier von der SPÖ. Servus, der Jörg ist im Wiener Gemeinderat tätig. Aktiv tätig, nächstes Jahr sind Gemeinderatswahlen, glaube ich.
da geht es an die Sache und in der Zwischenzeit gibt es ein paar interne Dinge, glaube ich, zu klären bei euch. Digitalisierungsoftware aufbauen, ja. Genau. Dann haben wir den Klaus Handler von der FPÖ, auch Gemeinderat, wenn ich das richtig sehe und notiert habe. Danke, dass du gekommen bist. Gerne. Leider abwesend, wir haben es erst ungefähr eine halbe Stunde vor der Veranstaltung erfahren, ist der Douglas Heuers, der ist leider krank geworden und lässt sich entschuldigen. Gute Besserung. Und jetzt werden Sie sagen, Moment einmal, im Nationalrat gibt es noch eine Partei. Ja, an die haben wir eher gedacht, wir haben es eingeladen. Aber es war natürlich mit dem ganzen Wahlkampf, Vorwahlkampf, Festplatten und was so alles passiert, so viel zu tun, dass ich einfach nichts gefunden habe, dass man daherkommen kann. Vielleicht haben wir das nächste Mal die Chance, auch einen Vertreter der ÖVP begrüßen zu dürfen. Wir wollen uns heute um das Thema Wissensarbeit diskutieren. Lassen Sie mich den Begriff vielleicht ein bisschen einfassen, weil wir haben gesagt, zur Arbeit, wir machen es aber ein bisschen enger. Ja, wir diskutieren auch gerne über Industrie und solche Dinge, aber hier geht es jetzt einmal nur um das Thema Wissensarbeit. Definition dazu ist, dass sozusagen das erworbene Wissen umgesetzt wird, um komplexe Aufgabenstellungen zu lösen. Wir meinen nämlich, dass die Digitalisierung gerade in diesem Bereich die größten Herausforderungen stellen wird. Und dann sind wir gleich beim Thema und kommen in medias res. Digitaler Humanismus, ein Widerspruch. Ich habe ein Statement gelesen, da hat wer geschrieben, naja, das passt ja nicht zusammen. Digitalisierung und Humanismus, das passt nicht zusammen. Genau das glauben wir aber, dass das zusammenpassen muss. Und dass wir es dorthin bringen müssen, wir müssen die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Man hat bei Cambridge Analytics gesehen, wo es hingehen kann, wenn man es unkontrolliert lässt. Und deswegen gleich einmal die Runde, fangen wir mit der Siege an. Wie setzen ihr das Thema digitaler Humanismus, Menschen im Mittelpunkt? Na, da sind wir natürlich total dagegen. Passt! Na, also es ist ein bisschen eine No-Nachfrage. Natürlich muss die Digitalisierung so ausgestaltet werden, dass sie den Menschen dienlich ist, und zwar allen und nicht nur Einzelnen und nicht nur denen mit viel Geld und denen, die sich keine Ahnung, schnellere Netze leisten können, etc. Also, ja. Viel mehr finde ich, kann man dazu eh nicht sagen. Also. Naja, voll. Ja, wie seht ihr das? Also, daran, was die Sie gesagt hat, gebe ich ihr natürlich recht. Ich sehe es nur eine Spur problematischer, weil wir sehen ja, dass in der Diskussion doch vieles in Frage gestellt wird, was für uns da jetzt vielleicht noch nah ist. Du hast Cambridge Analytica angesprochen, was ja nur ein Teil ist, wo dann natürlich die Frage war, wie legal sind diese Wahlen? Die Wahlen waren legal nach unserem heutigen Rechtsstandard. Nichtsdestotrotz haben wir hier Beeinflussung von Wahlen aufgrund einer sich verändernden Welt, wo einfach die Rahmenbedingungen so noch nicht geschaffen sind. Und der Mensch steht in dieser Welle der Digitalisierung noch nicht im Mittelpunkt. Und das ist ein Problem für uns. Bei den Medientagen war ich jetzt zuletzt, wo ein Berater von Facebook war, ein sehr kritischer Berater von Facebook, der hat das sehr schön gesagt, die Services, vor allem der Big Five, sind ja augenscheinlich hervorragend und sind für uns alle hilfreich. Wir können auf Facebook mit unseren Freunden reden, wir können auf Google alles finden, Apple, unser iPhone gefällt uns, es ist wunderbar designt, etc., etc. Aber er hat auch ganz klar vor Augen geführt, diese Services sind nicht für uns gebaut und für uns gedacht, sondern in Wahrheit für Profitmaximierung der Aktionäre. Und genau das müssen wir uns vor Augen führen. Und solange wir diese Diskussion zu wenig öffentlich führen, beziehungsweise hier zu wenig Bewusstsein schärfen, ist der Mensch leider noch nicht im Mittelpunkt. Dankeschön. Ja, auch einen schönen guten Abend von meiner Seite. Also kann den Vorrednern durchaus auch zustimmen, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Bei Produkten und Lösungen, was sich durchsetzen soll am Markt, wird der Mensch Vorteile haben, sonst wird er sie groß oder lang nicht durchsetzen, jetzt wenn man von gewissen Produkten ausgeht. Wichtig ist für mich, dass die Entscheidung, was, ich sage jetzt einmal die künstliche Intelligenz und so weiter, tut, beim Menschen bleibt. Jetzt haben wir so lange kein Problem, solange das jetzt Assistenzsysteme sind, die was einem unterstützen, auf was hinweisen. Aber wir haben es vorher kurz diskutiert, wenn es dann weitergeht zum Autofahren, komplett selbst fahren, da muss auch die Technik
etwas entscheiden. Und das muss vorgegeben werden. Und jetzt ist die Frage, wer gibt was vor? Ich bleibe bei dem Beispiel Auto. Man fährt auf der Straße, es ruft auf die Seiten. Ich als Mensch entscheide, führe dann jetzt Bremse und führe den Notfall zusammen. Und ich bin gerettet. Oder verreise mein Auto, Vorgängerbahn, habe ich vielleicht auch Überlebenschance, aber der lebt auch. Diese Entscheidung trifft der Mensch und ist dann im Nachhinein auch für seine Entscheidungen verantwortlich. Jetzt ist die Frage, wer entscheidet, was der Algorithmus von künstlicher Intelligenz eigentlich machen soll. Wie soll der entscheiden? Soll jetzt sagen, der ist mehr wert, der weniger? Nehmen wir einen Rettungsroboter her. Wenn jetzt ein Rettungsroboter Auto vor dem Fluss, da sind zwei Leute drin, wenn rettet er sehr gut, sagt er, der, was die größte Chance hat. Ein Mensch wird vielleicht anders entscheiden. Der sagt, ich helfe vielleicht dem Kind, weil der Erwachsene kann sich vielleicht noch selber retten oder wie auch immer. Und über das nachzudenken, wie werden diese ganzen künstlichen Sachen, die was entscheiden, die was auch wirklich dann Entscheidungen treffen. Weil bis jetzt ist es so, künstliche Intelligenz in der Medizin wird schon sehr stark eingesetzt. Da sind es ja Assistenzsysteme, wenn ein Arzt zum Beispiel eine Untersuchung macht, wird er vom System direkt hingewiesen, puh, schau, da könntest du was übersehen haben, schau dir das nochmal an und die letzte Entscheidung trifft der Arzt. Wenn aber die Entscheidung dann vollautomatisch ist, muss man das überlegen. Und es gibt da überall Vor- oder Nachteile, weil ich sage einmal, die Technik wird schneller entscheiden, mehr Faktoren abwägen wie ein Mensch. Nur, wie weit ist die Technik? Ich weiß jetzt, ich hoffe, ich gehe nicht zu weit, aber wie weit ist die Technik? Was kann sie? Ich habe mir zum Beispiel angeschaut bei diesem Thema, wenn die Technik unterscheiden muss, Hunde oder Menschen zum Beispiel. Kein Problem, ich kann der Technik alle Hunderassen sagen, alle, das wird alles irgendwie berechnen. Wo das schon wieder scheitert, der Hund hat eine Brille auf. Kennt sich die Technik schon immer aus. Was muss man alles berücksichtigen dahinter? Das hört sich jetzt lustig an, aber gewisse Entscheidungskriterien. Was ist das jetzt, was man vor das Auto hupft? Oder auch in andere Beispiele, das muss man halt berücksichtigen. Und da wird, glaube ich, noch sehr viel Überlegungsarbeit drinnen sein. Es gibt Länder, die haben schon gewisse Sachen, dass alles neutral entschieden werden. Aber die Frage ist, geht überall eine neutrale Entscheidung von der Technik? Und ja, bin schon gespannt jetzt auf die weiteren Themen. Aber ich sage, die Verantwortung muss letztendlich der Mensch sein, die Technik muss dem Menschen dienen und die Produkte werden sie durchsetzen, was für den Menschen nützlich sind oder er als nützlich erachtet. Manchmal Sachen achtet man es nützlich und sind Zeiträuber, wissen wir auch alle. Bitte. Darum hat es mich auch wahnsinnig gefreut, dass in eurem Papier Machine Learning angeführt ist und eben nicht nur der Begriff der künstlichen Intelligenz, weil genau dieser Begriff verwirrt ja auch ein bisschen. Künstliche Intelligenz, das vernebelt so ein bisschen die Sinne und die Wahrnehmung in der Diskussion. Vollkommen korrekt, es ist ja in Wahrheit keine Intelligenz oder nicht kein intelligentes Wesen, so wie wir uns oder wie wir Menschen sind. Es geht ja noch viel weiter. Wir haben momentan in Wahrheit Prinzipien, die nicht unbedingt von uns Menschen gewollt sind. So anything goes in der Entwicklung, in der Produktion, es geht eh alles. Ist es gut für uns Menschen? Nein. Wir erleben Überforderung, wir erleben Ausgrenzung, wir erleben das Datenkraken, unsere Daten uns wegnehmen, ohne dass wir das überhaupt behirnen und und. Das heißt, das Prinzip, das vorherrschende Anything Goes, ist einfach nicht ausreichend. Ganz im Gegenteil. Dann haben wir in manchen Bereichen sehr naive Designelemente. Bei Facebook, Daumen hoch, Daumen runter, Herzerl, Grinsgesicht, Grantig, sehr simpel gestrickt. Auf der anderen Seite haben wir geniale Algorithmen, die uns, also die nicht nur intransparent sind, sondern die uns auch gern hinters Licht führen, aber kaum geniale Geschäftsmodelle darstellen. Also das, was an Geld lukriert wird aufgrund von wirklich genialen Designs, das ist wieder die andere Geschichte. Das heißt, ich habe in der gesellschaftlichen Kommunikation sehr naive Designs, aber dort, wo das wirtschaftliche Interesse vorherrscht, Respekt, muss man sagen, wie es ist. Und das Ganze ist für mich, und ich bin Sozialdemokrat, auch so ein bisschen die in der Verortung der Wirtschaftsfrage des Neoliberalismus der vergangenen 1, 2, 3 Jahrzehnte oder vielleicht noch mehr. Persönlich bin ich der Ansicht, Neoliberale sind irgendwie Anarchisten mit Anzug. Nur Anarchisten, die ich kenne, glauben zumindest ans Gute. Und der Neoliberale zumindest an sein Konto.
Das reicht mir aber halt nicht. Und gerade in der Frage der Digitalisierung passiert derartig viel unkontrolliert und wir müssen diese Kontrolle zurückholen. Wir brauchen einen Ausgleich in dieser Gesellschaft und wir brauchen ein Gleichgewicht zwischen dem zivilisatorischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte und dem technologischen Fortschritt. Und das alles ist genau da drin verpackt. Es ist keine künstliche Intelligenz, wir müssen über Machine Learning reden und wir müssen darüber reden, wie wir die Prinzipien rundherum bauen, damit wir wieder Steuerungshoheit bekommen. Ja, also wir sind jetzt schon in einer Mischdebatte. Ganz grundsätzlich würde ich da schon ein bisschen widersprechen. Also es ist nicht so, dass wir Anything Goes haben. Es gibt ganz, ganz viele Einschränkungen fürs Netz, für technische Anwendungen etc. Was tatsächlich stimmt, ist, dass in den letzten Jahren das Kartellrecht völlig versagt hat und alles, was wir sonst an Rahmenbedingungen haben, die eigentlich dazu dienen sollen, die böse neoliberale Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, interessanterweise hat sie genau in dem Punkt versagt, wo es eben dazu kommen konnte, dass es zu einer absoluten Marktmacht von einigen wenigen kommen konnte. Ich glaube, eine Antwort auf das, also, aber ganz grundsätzlich würde ich die Einschätzung nicht teilen, wir haben eine Anything Goes-Geschichte. Ja. So ist es auch nicht. Wir handeln uns schon von Urteil zu Urteil mit allen möglichen Dingen. Ich glaube, der Zugang von grüner Seite ist seit sehr vielen Jahren leider in der Umsetzung etwas holprig. Viel stärkere Technikfolgenabschätzung zu etablieren, genauso auch was ist hier Datenschutzfolgenabschätzung oder solche Dinge. Es ist nämlich nicht so, dass sich niemand überlegt, was sind die Auswirkungen. Also das sind ja, also es gibt ganz viele Forschungsinstitute, die sich genau dem widmen. Die Ergebnisse schlagen halt nicht in der Form auf, in der wir sie brauchen. Und sie sind natürlich im Vergleich zu den Leuten, die oder zu den Institutionen, die den technologischen Fortschritt quasi am technologischen Fortschritt direkt arbeiten, budgetär weit unterlegen. Und da müsste man jedenfalls was machen. Da gibt es auch gute Beispiele aus anderen Ländern. In Deutschland ist es zum Beispiel schon wesentlich etablierter als bei uns. Also das wäre jetzt eine konkrete politische Maßnahme, die man setzen könnte, die Technikfolgenabschätzung besser auszustatten. Ja, ansonsten schauen wir mal, was die nächste Frage ist. Darf ich nur ganz kurz auf den letzten Punkt replizieren? Die SPÖ hat vor einigen Jahren den Beirat im Parlament mit der Technikfolgenabschätzung eingebracht, mit dem EIT gemeinsam, glaube ich, und der Angewandten. Oder es ist auch etabliert, aber das ist halt und da mini, ist für mich, mini. Genau, und da ist für mich die Frage, genau wenn wir hier heute bei der Digital Society sind und zahlreiche NGOs wie NOIP, Epicenter und Co. haben, ob hier nicht auch ein mehr stattfinden kann. In der letzten Regierungsperiode vor Schwarz-Blau hat es dann noch zwei Enquete gegeben mit NGOs etc., aber in Wahrheit gehört da nahtlos weitergearbeitet und ein mehr. Ja, ich meine, eine Enquete ist eh nett. Genau, aber nicht mehr. Da gehört mehr. Klaus, dir jetzt gelesen, du wolltest. Ja, ich möchte sagen, zu den Regeln. Es gibt ja momentan auch Regeln, was versucht werden einzuführen. Ich finde, das hängt halt alles ein bisschen hinterher. Weil wenn man sich jetzt praktische Beispiele anschaut, Datenschutzverordnung, gut, alles gut und schön, aber im Moment hat es eigentlich die was eh schon immer vernünftig und haben sich ein bisschen beschäftigt, der Rest hat sowieso ignoriert. Auch die Regeln, dass man jetzt auf jeder Webseite den Cookies zustimmen muss und wenn die Bildung nicht so weit ist, dass keiner weiß, was Cookies sind und sonst und 90% einfach draufklicken, niemals wissen, dass sie die Cookies überhaupt im Browser löschen können, dass ein bisschen zumindest die Spuren von Zeit zu Zeit verwischen, was da hinterher ist, dann ist zum einen, ja, die Regelung ist gut gemeint, dass jetzt jeder da draufklicken muss. Nur ich behaupte, 99% wissen nicht, ja, ich muss draufklicken. Und da sage ich, das ist ein Arbeitsschritt. Ich finde das witzlos, sage ich jetzt einmal. Und ich sehe ein paar Leute im Publikum nicken bei dem Thema. Und da sollte halt auch die Bildung hingehen. Was kann man machen? Was macht das Ganze? Das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Wenn ich was regle, dass ich sinnvoll regle und auch dann den Menschen beibringe, warum diese Regelung da ist. Weil es bringt nichts, wenn ich eine Regel einführe, es muss jeder Cookies klicken. Ich meine, das ist das schönste Beispiel, weil genau weiß, jeder klickt überall drauf und keiner löscht die Cookies. Keine aus der praktischen Erfahrung. Na, vor allem stellt sich ja der Aspekt, die Frage,
was ist denn, wenn ich das Cookie nicht akzeptiere, funktioniert denn dann die Webanwendung so, wie ich sie brauche? Und oft habe ich die Wahl, dass ich Nein sagen kann? Ja? Also gibt es diese Nein-Variante überhaupt? Du wolltest noch was, oder? Was? Gut, dann wir kommen sowieso noch etwas tiefer in das Thema hinein. Wir haben mit dem White Paper mal versucht zu positionieren, was wir im Bereich digitaler Humanismus fordern als Digital Society, nämlich dass Ethikrichtlinien in Unternehmen etabliert werden. Der VW-Skandal hat gezeigt, dass es zwar schön ist, wenn ich einen Ethikmanager einrichten würde, aber der nimmt dann halt am Meeting nicht teil. Ne? Dann fällt es nicht auf, dass man doch andere Werte braucht hat. Oder es war ein Versehen, kann sein. Ja? Die Österreichische Post hat Datenschutzbeauftragten und verkauft Daten mit politischen Werbezusendungsinformationen und sagt dann nachher, eigentlich hätten wir das ja dürfen. Die Datenschutzbehörde hat das dann, glaube ich, anders gesehen. Also glaube ich, braucht es auch, und das ist unsere Forderung sozusagen, die Basis in Richtung Ethik, um das auch zu regeln und Unternehmen wie andere Compliance-Faktoren umzubinden, damit man sich einfach nicht, wenn ich jetzt anything groß etwas relativieren darf, nicht einfach sagt, naja, wann es geht, versuchen wir es einmal, schauen wir mal, ob es draufkommen. Ne? Siehe Abgasskandal und der deutschen Automobilindustrie hat es ja nicht wirklich gut getan. Gibt es zu dem Thema jetzt unmittelbar Meldungen aus dem Publikum, sonst würde ich in den nächsten Bereich weitergehen. Ja, bitte. Oh ja. Ich halte es nicht davon, dass ich mich reden. Meine Frage wäre, inwieweit jetzt konkrete Maßnahmen von der FPÖ oder anderen Parteien in Richtung Bildungs-Know-how-Aufbau bezüglich zum Beispiel, was ist eigentlich ein Cookie oder was heißt Autorisierung, was ist eigentlich ein Passwort und wozu braucht man das, wie geht man mit sowas um, inwieweit so wirklich Low-Level-Bildung von Ihnen irgendwie getan wird, beziehungsweise Ihnen was bekannt ist, dass das breiter in der Bevölkerung passiert. Darf ich diese Frage kurz parken? Wir kommen zum Thema Bildung und der Forderung zum Thema Bildung. Können wir die, sind Sie so lieb und bringen Sie die Frage dann noch einmal ein? Passt sehr gut, nur es würde Sie jetzt in ein Thema abbiegen, das wir haben. Auch hier nicht. Ja, okay. Eine kurze Bemerkung zu Anything Goes. Ich würde das reduzieren oder umpolen auf Technologie ist die Lösung. Momentan glauben wir, für alles ist die Technologie die Lösung. Und da geht zwar auch nicht alles, weil es gibt ethische Richtlinien, aber Technologie kann nicht für alles die Lösung sein, unter dem Aspekt. Dankeschön. Noch eine dringende? Dringend. Gut, ich komme. Wir sind nur, damit wir es auf der Videoaufzeichnung brauchen, das wäre schade. Na, nur zum Thema Automated Driving und Ethik. Es gibt Ethikkommissionen, die Deutsche hat 20 Regeln aufgestellt, die an sich im Großen und Ganzen ganz vernünftig aussehen. Man kann einige diskutieren, ich habe selber schon vorbereitet, weil ich arbeite auf so einem Gebiet, Automated Driving. Ja. Zweitens, Datenschutzgrundverordnung. Ich bin bei mehreren Vereinen ähnlich in der Dimension wie diese hier und ich musste dann nach der GSV jedem Mitglied eine E-Mail schicken, völlig sinnlos, dass ich ihnen mit was E-Mails schicken darf, obwohl sie als Mitglied Anspruch darauf haben. Also umgekehrt werden meine Daten missbraucht, wo es nur geht. Es gibt Dutzende Beispiele, was damit angefangen wird, allein für Werbezwecke. Ja? Ich brauche nur einmal von mir aus nach Braunschweig fahren und kriege 3 Jahre lang Werbung von allen Freisebüros Werbungen für Braunschweig. Ja? Und bei Facebook kommen auch alle Leute und geben freiwillig alles preis. Dankeschön. Vielleicht zu dem Thema E-Mail, zum E-Mail, Einwilligung zum E-Mail, dass ich E-Mail versenden darf, da würde ich Ihnen einen guten Berater zum Thema DSGVO empfehlen, das ist ein Quadratblödsinn. Aber es wurde viel Blödsinn zum Thema DSGVO verzapft. Ja, aber die Leute haben es verlangt, einige sind im Vorstand auf die Idee gekommen, das müssen wir. Ja, aber man kann das Gesetz entweder lesen oder wenn man es selber nicht lesen und verstehen kann, kann man es jemanden holen, der das tut. Das ist ja nicht nur bei der DSGVO, aber ich weiß, da wurde Schindluder getrieben, noch und nöcher. Wollt ihr dazu vielleicht jetzt zu den Fragen und das kommentieren? Bis auf die Bildung, die kommt noch nachher. Na, zu dieser DSGVO-Geschichte schon ganz grundsätzlich. Also ich finde das, was vor allem diese Diskussion darüber, über die angebliche Unmöglichkeit ihrer Umsetzung zeigt, wie sehr
viele Institutionen bisher auf den Datenschutz einfach ganz grundsätzlich geschissen haben. Es tut mir leid. Für alle Institutionen, die sich ein bisschen darum gekümmert haben, ist diese Umstellung überhaupt nicht die große Zauberei gewesen, sondern also genauso, also das genannte Beispiel ist völliger Blödsinn, es ist überhaupt nicht notwendig, das zu tun. Es braucht eine rechtliche Grundlage dafür, dass man E-Mails ausschickt und natürlich ist die gegeben, wenn Leute Mitglieder in einem Verein sind. Also da ist einfach ganz, ganz viel Fehlinterpretation und auch Jammerei entstanden aus meiner Sicht, die vor allem offenlegt, dass man sich im Vorfeld viel zu wenig mit dem Thema insgesamt beschäftigt hat. Ja, es gibt vielleicht ein, zwei Punkte, wo man sagen kann, okay, das ist in der Umsetzung unglücklich gelaufen, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich relativ zufrieden damit. Ja. Das Grundproblem, was wir schon haben, und also das bezieht sich jetzt auf die andere Geschichte mit der Post und Ethikstandards für Unternehmen, wir haben ganz grundsätzlich schon die Situation, dass die Datenschutzbehörde zu gering ausgestattet ist, dass die zu wenig Personal hat und damit die Umsetzung oder die Durchsetzung der bestehenden Regelungen, die ja so schlecht nicht sind, was den Datenschutz betrifft, dem nicht nachkommen können in einer ausreichenden Art und Weise. Und aus grüner Perspektive müsste die Datenschutzbehörde nicht nur quasi die Einhaltung der Datenschutzstandards kontrollieren, sondern idealerweise auch beratend zur Seite stehen, damit so ein Blödsinn ganz grundsätzlich gleich gar nicht dabei rauskommen könnte. Ja. Dazu kurze Replik von meiner Seite. Mit der Datenschutzbehörde haben wir natürlich auch schon gesprochen. Sie waren auch mal bei uns zu Gast zum Thema ein Jahr Datenschutzgrundverordnung. Und wie sage ich es, so wie ich es mir denke, also Sie scheuen nichts mehr als eine konkrete Aussage. Also da ist wahrscheinlich ein Verfassungsjurist einer, der wirklich auf Punkt und Beistrich sagt, wo es hingehen soll. Das sind Sie nicht, aber egal, ja, die Ausstattung bin ich bei dir. Ja. Also ich möchte der Kollegin kurz ein Recht geben, was den Datenschutz, also ich muss sagen, wie ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ich bin ja Vizepräsident von einem Verein mit mehreren hundert Mitgliedern, da muss man sich das alles ganz genau anschauen. Und ich habe mir das einmal angeschaut. Dafür, ich sage es gleich vorhinein, ich plädiere für Regeln, die was jetzt viele treffen, die breite Masse, dass das einfach und verständlich geworden wird. Weil ich habe mir das dann angeschaut, habe mir gedacht, okay, das ist jetzt meine Meinung dazu. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt aber für unseren Verein genau und habe vier Juristen aus dem Umkreis, sage, macht mal gleich ans Konzept, auf was ich jetzt ganz detailliert aufpassen muss, dass ich keine groben Verfehlungen mache. Ich kriege ungefähr vier verschiedene Meinungen dazu, Interpretationen. Und jetzt sage ich einmal, in einer politischen Partei oder Vorfeldorganisation ist es noch einfacher, weil man sehr viel Zugang hat zu Leuten, die was ein Know-how haben. Aber jetzt sage ich einmal, wie sollen das die ganzen Vereine, die was alle möglichen, die was sie zusammensetzen, einhalten? Und ich bin ein Gegner, dass jetzt jeder kleine Verein, jeder kleine Arbeitgeber ein Top-Jurist sein muss. Ich meine, schaut man sich das Arbeitsrecht an und deswegen Gesetze, was für sehr viele gelten, sollten einfach gehalten werden und zumindest einfach erklärt werden. Ich darf da nur mal die Bresche für die Wirtschaftskammer Österreich brechen. Danke. Einfach damit der Fairness halber, man kann jetzt über Organisationen generell denken, wie man will, aber die Wirtschaftskammer hat einen meiner Meinung nach ausgezeichneten Job gemacht, gerade was so Vorlagen, Vereinfachungen zum Thema DSGVO gab. Lesen musste man sie trotzdem und 50 Seiten bleiben 50 Seiten. Es hilft nichts. Aber wenn ich eine Datenverarbeitungsvereinbarung machen muss, die hat er dann mit 10 Seiten und ich muss begreifen, was da drin steht. Das nimmt mir keiner ab. Ist leider so. Wolltest du noch was sagen? Der große Vorteil, und ja, natürlich hat es davor schon Datenschutzgesetz gegeben, ganz bei dir, aber der große Vorteil... Übrigens, die schärft in ganz Europa, ne? Genau, nur halt am wenigsten eingehalten, nicht exekutiert, keine oder kaum Sanktionen, weiß ich jetzt nicht genau. Was ich sagen wollte, mit der DSGVO und hätten wir den Max Schrems von Neubitz hier, es ist schon vieles dadurch möglich geworden mit der DSGVO. Das erste Mal, wie bin ich als Bürger in der aktiven Rolle, dass ich sage, ich will, dass mein Vis-à-vis die Daten hat oder nicht. Und das ist schon ein bisschen ein Perspektivenwechsel und das ist die Grundlage dafür, dass eben beispielsweise der Max Schrems überhaupt Bürgerinnen und Bürger gegenüber Facebook und Co. vertreten kann. Es gibt noch andere Faktoren, die dazu geführt haben, aber die DSGVO ist meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Schritt in der Gesetzgebung der letzten Jahre. Und ja, in der Ausformung hätten wir das eine oder andere vielleicht besser machen können. Oder vielleicht kommen wir jetzt drauf, was besser wäre und vielleicht geht die politische Diskussion weiter oder es soll die politische
politische Diskussion weitergehen. Der Perspektivenwechsel ist meiner Ansicht nach hervorragend und wirklich wichtig für den europäischen Bürger und die Bürgerin. Es ist ja nie zu spät. Ich würde mir heute als Staatsbürger auch wünschen, dass man einen Staatstrojaner abdrehen kann und sagt, Burschen, nicht mit mir. Aber das ist eine andere Diskussion, die wir nicht heute führen müssen. Abgesehen, wenn der Staat Viren finanziert oder Schlupflöcher finanziert, damit er besser eindringen kann, sehr fragwürdig. Aber das können wir gerne mal andermal eine Diskussion machen. Ich möchte jetzt wieder ein bisschen zurückkommen auf die Ethik. Wäre zwar fast eine ethische Frage, aber zum Thema Ethik und Definition von Ethikstandards. Die Frage ist, was soll künstliche Intelligenz, Maschinenlernen etc. eigentlich wirklich dürfen? Es gibt zum Beispiel vom Psyve eine Software, die nach einem 15 Minuten Telefonat sagt, wie ist die Persönlichkeit dieses Menschen, eines Menschen. Spannend. An Stanford University wurde eine AI entwickelt, die mit 91%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagt anhand des Bildes, ob du homosexuell bist oder nicht. In Österreich und in Wien wahrscheinlich wurscht. Im Mittleren Osten möchte ich mir das einmal anschauen. Moral Machine, weil das mit dem autonomen Fahren gekommen ist, ein Dilemma, dass ein Computer, sage ich jetzt einmal, wie immer er auch sie jetzt tituliert, ja programmiert braucht, fahre in die Gruppe der alten Menschen oder bringe die Autofahrer um. Der Computer wird es zum Zeitpunkt, wo er das Auto steuert, nicht von sich aus machen können. Und ja, sein Lieblingsspruch, der weit zurückgeht vor 80 Jahren, wer nichts zu verbergen hat, der, ja, wird aber immer der Falsche dafür zitiert, kann aber gerne auch auflösen. Wir haben so Dinge wie Predictive Policing in der USA, aber wir müssen gar nicht so weit gehen. In München wird das durchaus auch verwendet. Auch ein heißes Thema, technisch machbar, warum nicht? Schreiben wir halt zu, dass der junge Mann, der jetzt gerade das Handy in die Hand genommen hat, vielleicht jetzt gerade einen elektronischen Bankeinbruch macht, wer weiß es. Ja? Amazon Cloud und das zum Nichtsverstecken, das war sozusagen die humoreske Ausprägung daran. Amazon Cloud Cam hat seinen Nutzer beim Sex gefilmt. Hat wahrscheinlich eh jeder gelesen, wer es nicht gelesen hat. Gut, selber schuld, wenn ich mir Cloud Cam ins Schlafzimmer stelle. Denken kann man schon selber auch. Aber das wären so ein bisschen die Thematiken zum Thema Ethik. The stage is yours. Wer möchte? Jetzt ein Höhepunkt in der letzten Woche, weil ich Wortwitz, war die Geschichte mit Amazon. Ich habe den Artikel online gestellt und habe innerhalb von Nullzeit die Diskussion auf Facebook gehabt, naja, wer sich Amazon ins Schlafzimmer stellt, ist selber schuld. Die Diskussion liegt auf der Hand. Klare Forderung, die Geräte sollen mit einem Maximum an Datenschutz und einem Maximum an Sperre von Werkseinstellung sein, meiner Ansicht nach. Das, was wir haben, ist, dass der Bürger und der Konsument, die Konsumentin, sich bei jedem Produkt komplett neu einlesen muss und komplett neu schauen muss, was kann das Ding, was darf das Ding, was will ich, dass dieses Ding kann. Das ist von Konsumentenschutzseiten meiner Meinung nach ein Wahnsinn. Aber auf die Punkte KI und Machine Learning eingehend, wir haben ein paar furchtbare Beispiele. Wir haben die AMS-Segmentierung, die habt ihr auch angeführt in dem Paper, wo einfach gesagt wird, okay, eine alleinerziehende Mutter, glaube ich, ist jetzt am Arbeitsmarkt relativ wenig wert, laut der AMS-Segmentierung, dementsprechend wird es nach hinten gereiht. Da ist eine ganz klare politische Entscheidung davor und diese politische Entscheidung wird davor gewählt. Und in meinen Augen hat das nichts mit digitalem Humanismus zu tun oder dem Menschenbild, das wir uns vorstellen. Aber vielleicht kannst du dann was dazu sagen, weil ist in eurer Regierung Segide. Ein zweites Beispiel ist das klassische Social Scoring in China, wo einfach Leute gepunktet und gewertet werden, passend zum Apparat oder nicht. Sehr simplifiziert. So, und dann nehmen wir jetzt ein positives Beispiel her, und da war ich auch in der Diskussion in Wien dabei, die sagt Wien-App. Hier gibt es Bürger, die sagen, da drüben ist der Mistkübel hin und schicken das an die Stadt Wien. Und die Stadt Wien trennt die Daten Bürger und Mistkübel. Und warum ist das so wichtig? Ein autoritäres System schaut sich irgendwann einmal an, wie oft meldet der Alfons in der Nachbarschaft irgendwas? Puh, das ist ein Aufrührer.
Und das macht ein autoritäres Regime, irgendwann einmal. Und das ist die Gefahr. Und die Tendenz in Ungarn, die Tendenz in Polen ist nichts anderes, als dass immer mehr und mehr die Demokratie dicht gemacht wird, meiner persönlichen Ansicht nach. Und darum müssen wir extrem aufpassen, wie hier die gesellschaftlichen Leitplanken sind. Das, was in Wien umgesetzt wird, und darauf bin ich stolz, weil das auch ein jahrelanger Diskussionsprozess war, wie man mit diesen Dingen umgeht, ist genauso, wie ich es mir vorstelle. Ich habe ein Problem, das soll gelöst werden. Und danach ist der Bürger wieder draußen und die Daten sind voneinander möglichst getrennt. Und das gefällt mir und das ist genau die Richtung, wo wir bei all diesen Lösungen hin müssen. Man muss sie ja nicht verknüpfen. Genau. Also die DSGVO würde ja fordern, dass du Pseudo-Anonymisierung und Anonymisierung machst. Die Frage ist nur, je nachdem, wem die App gehört, ist es die Frage, kann ich es kontrollieren? Aber das ist wieder ein anderes Thema. Genau. Dazu möchte ich auch sagen, man muss, glaube ich, da ziemlich stark einmal trennen. Was ist da Privatwirtschaft teilweise, die politische Geschichte, was macht der Staat, was tut er seine, also der ganze Überwachungsapparat, Trojaner, alles Mögliche, was angesprochen wird. Ist die eine Seite, inwiefern hilft es, inwiefern macht es gläsern, inwiefern macht es erpressbar und so weiter und so fort. Die andere ist natürlich, alle Technik, was kommt, wird in irgendeiner Form eingesetzt. Und wenn es dem Privaten nicht erlaubt ist, macht das Militär, darf das nicht. Ich meine, wenn man dann geht zu künstlichen Kampfrobotern, Drohnen und so weiter, wo man hat, ist es ein Riesenthema, was für Staat setzt das ein, welcher nicht. Ich meine, da geht die Diskussion wirklich extrem in die Breite. Aber schauen wir uns einmal unseren persönlichen Lebensraum an. Kurzer Seitenhieb nochmal zum Auto. Wenn ich weiß, der Algorithmus, was sie möglichst offengelegt sind, bringt mich als Autofahrer um und nicht vielleicht den Fußgänger, was man halt die Frage, steige in das Auto ein, wird mir das nächste Thema. Und zahlt er für 100.000 Euro, ne? Bitte? Und zahlt er für 100.000 Euro, ne? Ja, zum Beispiel, ja. Das sind Überlegungen, tue ich das oder nicht? Ich meine, in dem Fall war es, glaube ich, was angesprochen ist, Tesla mit dem LKW, war es ja eine technische, nicht gescheite Programmierung noch. Ich meine, da hofft man, dass das immer mehr ausgereizt wird. Aber dann, wenn die Entscheidung kommt, wie gehe ich um, ist die Frage, nutze das Ganze. Wo waren wir jetzt kurz? Genau, und das Zweite ist, was betrifft uns und was stellst du? Weil jetzt diese Amazon oder Alexa, alles Mögliche. Also ich persönlich würde mir sowas nie heimstellen. Ich meine, ich kenne die Vorteile, was viele haben, aber ich bin nicht interessiert, dass der amerikanische Staat bei jedem Privatgespräch, bei jedem politischen Telefonat, was ich mache, theoretisch, weiß ich nicht, ob er es tut, aber theoretisch mithören könnte. Sie können sogar praktisch. Also das gibt ja, es ist ja bewiesen, dass Alexa die Daten speichert. Auf der anderen Seite und auch nicht das Handy, da weiß ich jetzt auch nicht genau, wer da jetzt gerade automatisch mithört. Ich versuche das einmal, die Möglichkeiten, die ich habe, möglichst dicht zu machen, hat man auch nicht. Ich meine, gewisse Sachen lasse ich halt das Handy weg, das kann man ja einmal obdran kann man es gar nicht, das kann sogar das obdran simulieren. Lassen wir es halt einmal einfach weg, wenn es um heikle Themen geht. Aber inwiefern, und da kommt man wieder zur Bildung, oder wie gar nicht zur Bildung, Aufklärung, inwiefern wissen die Leute eigentlich das oder ist einer eh schon alles wurscht? Manchmal habe ich den Eindruck, also wenn ich manche heimkunde, wo so Alexa, Siri und wie das alles heißt, daheim stehen haben und einfach komplett offen, da frage ich mich schon, pfeift der schon auf was anscheinend. Ja, ich frage mich da halt immer, also das ist sehr schön und gut, diese Dinge, nur dann frage ich mich halt, wer war in dieser letzten Regierung und wer hat den Staatstrojaner zum Beispiel unterstützt und wie haben wir es grundsätzlich so mit der Überwachung in dem Moment, wo man das Innenministerium hat, also da würde ich schon kritisch nachfragen, ob die eigene Position mit der Politik der Partei zusammenpasst. Ja, also wir haben, wobei ich darauf hinweise, das letzte Mal, wo ich da war, hatten wir die ÖVP so weit, dass sie gesagt hat, na, das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn der Staat Sicherheitslücken offen lässt und nicht die... Und naja, wer hat es beschlossen? Also das ist so viel mitgehangen, also das muss man schon bei der Wahrheit bleiben. Aber die ÖVP hat das letzte Mal eingelenkt und nein, es wäre natürlich ist es die oberste Pflicht des Staates, die Bürgerinnen und Bürger davor zu schützen, dass es Sicherheitslücken gibt. Also da haben wir eigentlich schon einen Punkt gewonnen. Entschuldigung, bin ich prinzipiell ganz bei dir und ich glaube, wir sind da sehen wir auch auf derselben Seite, dass das sowieso gar nicht geht. Aber das war ein Vertreter einer Partei, der gesagt, das war seine Privatmeinung. Auf das hat er sich schon so gespürt, das muss ich fairerweise dazu sagen. Nein, aber er hat ja erst in der Situation akut verstanden, worum es eigentlich geht. Genau. Wahrscheinlich die meisten, die das beschlossen haben, das nicht verstanden. Genau, so viel zum Staatstrojaner. Zu den anderen Dingen, ich finde, da werden jetzt ganz viele unterschiedliche Dinge in den Topf gehabt.
Ein AMS-Algorithmus heißt eine ganz andere Problematik wie die Programmierung von einem Auto, ob es jetzt in Menschengruppe oder gegen einen Baum fahren soll. Ganz grundsätzlich gilt für all diese Dinge die Offenlegung des Codes, der Algorithmen, so dass man nachprüfen kann, unabhängig, was da überhaupt drinnen steht und was das bedeuten kann potenziell. Ich glaube, dass es da auch, also dass viele Dinge gar nicht beabsichtigt sind, sehr oft, also so oft wieder wie Facebook zum Beispiel seinen eigenen Algorithmus korrigiert, würde ich auch da glauben, dass das oft da, man tut halt mal und schaut mal. Und ich glaube, das wäre sehr hilfreich, wenn es grundsätzliche Verpflichtung gäbe, diese Algorithmen offen zu legen, so dass sie tatsächlich überprüfbar sind, auch von einer sehr großen Community, die dann alle möglichen Dinge auch finden kann. Open Source, ne? Genau, also das ist das halte ich mal für einen relevanten Punkt. Und das gilt natürlich für alle KI-Anwendungen jetzt genauso, wiewohl das dann schon noch weitreichendere Diskussionen sind, mit denen wir aber auch in der Wissenschaft schon, also da gibt es eigentlich eine Handhabung dafür. Wir haben eigentlich Ethikkommissionen, zumindest an den medizinischen Universitäten verpflichtet eingeführt. Auch sonst ist das eigentlich international Standard. Da gibt es natürlich große Lücken, ja, weil das, also je nachdem, erstens kann das schlecht umgesetzt sein, zweitens kommen ja alle möglichen Entwicklungen auch aus Staaten, denen das mit der Ethik nicht so ein großes Anliegen ist. Also da sehe ich grundsätzlich schon ein Thema, aber dass sich das völlig im Rechts- oder im verantwortungslosen Bereich bewegt oder so, das würde ich auch nicht sagen. Ja, so Dinge wie diese App, die angeblich an einem Bild Homosexualität erkennen kann, also das haltet empirisch logischerweise überhaupt nicht. Also da wird da sehr viel Schmäh betrieben mit angeblichen Wunderwutzi-Anwendungen, die... Das kann man beim MIT nachlesen. Also das ist ja eine veröffentlichte Masterarbeit, ja? Entschuldigung, eine Masterarbeit ist, was das einmal durchgeführt worden ist, ist eine Masterarbeit und ist nicht was den wissenschaftlichen, also was grundsätzlich wissenschaftlichen Kriterien der mehrfachen Überprüfung standhält. Und dementsprechend würde ich das jetzt noch nicht so hoch hängen. Entschuldigung, ja? Da muss ich kurz widersprechen, einfach nur, weil ich das Beispiel gebracht habe. Warum will ich widersprechen? Weil es ja nicht die Frage ist, stimmt das Ergebnis? Die Frage ist, stimmt die Zuschreibung und wie wird die Zuschreibung wahrgenommen? Nein, das haben wir vor 80 Jahren genau das selbe Problem gehabt. Die Zuschreibung war es nicht, ob das Fakt ist oder nicht. Das ist mir schon klar, nur die, aber also wir hauen da jetzt sehr viele Dinge in den Topf, so, also als wäre das alles das Gleiche und der Masterarbeit am MIT ist nicht zu vergleichen mit, keine Ahnung, am AMS-Algorithmus oder einer Sonderanwendung, die NSA entwickeln lässt. Ja, also da, ich finde, da gibt es unterschiedliche Handhaben, unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen, wo man auch unterschiedlich ansetzen muss. Ja. Die Veröffentlichungsgeschichte ist die eine Sache, die andere Sache ist sicher, dass man stärker die Institutionen noch in die Pflicht nehmen muss. Das MIT hat eigentlich sehr hohe ethische Standards, insofern. Also wenn ich das richtig im Kopf habe mit dieser App, ist das doch eh also ein bisschen eine Testgeschichte, ob man das überhaupt über, also quasi so eine Mocking-Geschichte gewesen. Aber ich habe es jetzt natürlich nicht. Nein, also was es konkret war, zumindest soweit ich es aus dem Artikel entnehmen konnte, ich habe die Masterarbeit auch nicht gelesen, war, dass die zwei Doktoranden einen AI-Algorithmus entwickelt haben, der anhand von Facebook-Bilddaten von Personen, die sich geoutet haben, dass sie homosexuell sind, weiblich oder männlich, eine AI trainiert haben und diese AI macht, und das ist, da bin ich bei dir, sonst 91%, sonst 2%, ist jetzt aber wurscht, macht dann eine Zuschreibung, wenn sie dein Gesicht, mein Gesicht oder irgendein anderes sieht, anhand irgendwelchen Formfaktoren, ob du homosexuell bist oder nicht. Also dann würde ob stimmt oder nicht. Ich würde mal eher vermuten, dass es dann auf die konkrete Art des Fotos ankommt, weil und nicht auf die Gesichtsform oder solche Dinge, weil das wäre völlig absurd. Also, aber es ist, macht keinen Sinn, jetzt über was zu diskutieren, was niemand von uns im Detail gelesen hat. Ich habe nur das Gefühl, dass in dieser Debatte dann oft auch solche Schreckgespenster eingeworfen werden, die
die in Wahrheit eh nicht tatsächlich so sind. Aber ja, das war natürlich bewusst provokativ gewählt, warum, und du kommst gleich dran, dann bin ich bei dir. Das war bewusst provokativ gewählt, weil wir natürlich fordern, wir wollen eine Offenlegung dieser Entscheidungskriterien, und zwar nach Möglichkeit aller Open Source, weil ich verstehe den Algorithmus sicherlich nicht, ich bin zwar lang genug in der Branche tätig, aber da gibt es schlauere Köpfe als mich. Aber nicht nur die Offenlegung der Entscheidungskriterien, sondern auch eine ökologische und eine gesellschaftliche Auswirkung. Und wenn es einen Algorithmus gäbe, bleiben wir in dem Konjunktiv, der das, diese Zuschreibung machen kann, dann hat das eine gesellschaftliche Auswirkung und muss vor der Freigabe sozusagen überprüft werden. Das ist die Forderung, die wir haben wollen. Ja, Technikfolgenabschätzung, so wie seit vielen Jahren gefordert. Darf ich bitte? Der Alfons hat erwähnt, die Firma Psyware. Und zwar, dass die anhand von 15 Minuten Telefongespräch eine künstliche Intelligenz erkennen kann, wie die psychologische, Zustand ist der Person. Und dass dieses Programm wird bereits eingesetzt, und zwar in der bei der Personalsuche, aber auch zum Beispiel bei Partnersuchbörsen wird das auch schon eingesetzt. Und zwar, das ist schon in Verwendung. Ja? Und diese künstliche Intelligenz von denen, diesen Algorithmus, die Firma weiß nicht einmal, wie dieser Algorithmus funktioniert. Die können das nicht nachvollziehen. Ja? Und ich als Bürger wünsche mir, dass das aber offengelegt wird. Ja. Ich wünsche mir auch für euch als Politiker, dass ihr da ein Gesetz macht, dass das offengelegt werden muss, dass die Firma so weit eine Anstrengung unternehmen muss, dass das festgestellt werden kann. Das habe ich bereits gesagt, glaube ich. Also das Hauptproblem ist ja, dass dahinter, dass auf einmal schon wieder eine Norm entwickelt wird, eine Norm in der Gesellschaft, und in dieser Gesellschaft wird auf einmal wieder vermessen und wird wieder dargestellt, was entspricht dieser Norm und was entspricht nicht dieser Norm. Also es ist ja ein bisschen die sich veränderte Ideologie, Rassismus wird wieder salonfähig oder ist wieder salonfähig, und nicht nur Rassismus, sondern Homophobie und viele andere Grauslichkeiten dieser Zeit. Jetzt können wir auch noch über Filterblasen reden und Dynamik, lassen wir es jetzt dabei. Wir haben das Problem, dass wir auf der einen Seite hier ausgrenzende Ideologiekonzepte wieder im Erstarken haben und auf der anderen Seite Technik, die man da halt auch dafür nutzen können. Und darum noch einmal, ich glaube, dass der digitale Humanismus diesen Ausgleich wieder schaffen muss, dass es zu diesen Ungerechtigkeiten in welcher Form auch immer, in welcher, welchem Beispiel auch immer gar nicht kommen kann, dass man sagt, Mensch ist Mensch ist Mensch und nicht da wieder eine Mauer und dort wieder einen Riegel vorschiebt und da wieder eine Norm einführt, sondern jedes Menschenleben ist einmalig und hat ein Ablaufdatum, und das brauchen wir nicht als Gesellschaft irgendwie vorantreiben, sondern es muss ein humanistischer Zugang in diesem Europa herrschen. Ja, aber auf die konkrete Frage, also bei den Big Five bin ich sowieso und sofort dafür, Offenlegung der Algorithmen, da gibt es auch gar keine Diskussion, weil die Sigrid schon gesagt, einfach durch Kartellrecht und Co. einfach überall durchgeschlittert sind, weil die jetzt einfach dominant da sind. Ich glaube, dass man die Diskussion, und schön wäre es gewesen, wenn ein Vertreter auch der Wirtschaftskammer etc. da gewesen wäre, wir haben im Vorfeld geredet, ich weiß, hier gehört natürlich zu diskutieren, welche Algorithmen, welche Firmen in welcher Phase, Stichwort Startup, Stichwort EPU, Stichwort KMU, Gründungsphase, wie auch immer, kann man oder soll man sich anlehnen an sowas wie Patentrechten? Also die Frage ist dann riesig. Ich finde, sie gehört geführt und ich bin für eine Offenlegung, würde es mir aber dann gerne im Detail noch anschauen. Ganz kurz, nur weil da waren wir jetzt parteipolitisch und was wir umgesetzt haben in der Behörde und so weiter. Natürlich bin ich Vertreter der Freiheitlichen Partei hier und ich sage es, wie es ist. Bundestrojaner ist mit uns so umgesetzt worden. Ich bin unglücklich, aber es gibt immer Partner, zwei. Wenn sich einer was wünscht, muss man eine gewisse Sache, natürlich gibt es Linien, ich sage jetzt einmal, kann auch sagen, CETA ist jetzt nicht unseres, es gibt verschiedene Sachen, aber weil es halt von den Grünen kommt, dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß und Erfolg dabei, das rauszuverhandeln bei den nächsten Sachen, und dann werden wir uns das anschauen. Das ist,
Ich sage, wir können jetzt politische Sieg-Hack-Wahlkampf machen. Ich gebe das wieder, was ich in meiner Partei Diskussionen, wenn wir sowas diskutieren, nach außen, weil ich sage, ein schriftliches Programm genau zu diesem Thema und ein Statement von uns, was allgemein, was jeder funktioniert, gibt es nicht. Das heißt, ich kann jetzt nur mit meinen Intentionen, und ich werde zu diesen Themen gefragt, das nach außen wiedergeben. Ganz kurz, nur weil das angesprochen ist, die Partner-Hotline, was das schon einsetzt und so weiter. Da ist halt wieder die Frage, da bin ich bei den Cookies, da musst du da akzeptieren, das wird bei mir gemacht und jeder, was einen Partner dringend sucht, wird relativ schnell drüber wegschauen. Aber es gibt, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, es gibt ja auch einen sinnvollen Einsatz dieser Technik. Ich sage jetzt einmal, wenn ich bei einer Notruf-Hotline anrufe, weil er Probleme hat und der erkennt dann zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, der ist jetzt selbst mal gefährdet oder sonst was, kann mich das unterstützen. Derjenige, was damit redet, kann da was aufgeben. Das heißt, dass alles, was negativ eingesetzt wird, kann man auch positiv einsetzen. Da so es eingesetzt wird, das ist klar und gewisse Sachen sind nicht auffindbar. Vor 20 Jahren haben die Leute auch gesagt, Internet wird sich nicht durchsetzen, hin und her, da verschiedene Sachen. Und auch die künstliche Intelligenz, ich sage lieber Algorithmen, weil Intelligenz ist was, was selbstlernend, selbstbildend ist und auch komplett quer über die Bereiche aus, über den Fachbereich ausgeht. Aber die Algorithmen, die werden eingesetzt und man wird das nicht verhindern können. Man muss nur schauen, wie geht man um damit. Und die AMS-Segmentierung wurde eingeführt von einer politischen Instanz, die hat Regierung geheißen, die hat Schwarz-Blau geheißen und die hast du kein einziges Mal jetzt aufgenommen, obwohl wir mehrere Mal den Ball hingeworfen haben, damit du auch dazu Stellung nehmen kannst, weil das wirklich ein Wahnsinn ist. Dazu kann ich nichts sagen, weil ich kenne diesen Bereich selbst nicht und ich glaube, als Politiker kann man jetzt nicht verantworten, dass man jeden einzelnen Detailbereich quer durch die Bank auswendig kann. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn interessiert, werde mich damit beschäftigen und lasse die Information zukommen. Ich habe natürlich den Ball zweimal hergespielt gekriegt, ich habe das auch mitbekommen, aber ich kann jetzt ganz konkret, wie was da drinnen ist, nicht beantworten. Danke. So, dann machen wir es ein bisschen auf fürs Publikum. Ja, ein paar Minuten haben wir. George, du kriegst das nicht in die Hand, ich halte es dir hin. Nur ganz kurz zu einem Thema, das heißt Offenlegung von Code und von Algorithmen. Wenn ich mir anschaue, was nach Offenlegung des Algorithmus der AMS für eine Diskussion entstanden ist und es keine einhellige Meinung darüber gibt, ob das jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer ist, dann muss ich sagen, bin ich sehr im Zweifel, ob das was bringt und wie viel. Code analysieren dauert sehr lang und wird auch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen. Ich habe nur eine Hoffnung, wenn Offenlegung Pflicht ist, dann werden die Firmen selbst gehalten sein, genauer zu schauen, was drinsteht, weil man kennt ja drauf kommen, was da drinsteht und daher werden sie selbst bessere Kontrolle üben. Das ist meine Hoffnung. Danke. Bezüglich der Segmentierung, ich denke mir halt, ja, ich bin auch dagegen, dass jetzt Frauen mit Alleinerziehenden sind, deswegen schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt haben sollten. Nur diese Idee, dass Frauen weniger Chancen auf Arbeitsmarkt haben, wenn sie jung sind, war immer schon so. Also das ist jetzt nichts ganz Neues, was jetzt diese künstliche Intelligenz plötzlich erfunden hat. Also im Grunde müsste man diesem Tool sagen, okay, wirf mir mal aus, wie bewertest du? Dann muss jemand durchschauen und sagen, nein, das werden wir aber umreihen wollen, weil das ist jetzt nicht das, was wir als Gesellschaft wollen. Und dasselbe wäre halt, denke ich mal, auch bei einer Partnerbörse. Ich meine, ob ich jetzt in einer Bar gehe und meinen anschaue und der gefällt mir, oder ich gehe dorthin und die schlagt mir was vor, ich brauche nicht sklavisch dieser künstlichen Intelligenz folgen, nur weil sie es mir anbieten. Ja. Also da gibt es halt viele solche Fälle. Ja. Dankeschön. Zur Offenlegung von Algorithmen würde ich meinen, dass man nicht den Code offenlegt, sondern dass man wirklich den Algorithmus, sprich die Regelabfolge, offenzulegen hat. Ja, das ist nämlich ein gewaltiger Unterschied, da braucht man den Code dann nicht analysieren. Und der zweite Aspekt ist aus meiner Sicht noch wesentlich problematischer. In der Zwischenzeit gibt es Algorithmen, die selber wieder Algorithmen entwickeln. Und die sind natürlich nicht vorherzusehen, diese Algorithmen, die von Algorithmen entwickelt sind. Das heißt, da kann man diese Regelabfolge nicht nachvollziehen. Ich würde aber auch meinen, dass man genau dort hinzuschauen hat, wo damit Leistungen in Anspruch oder angeboten werden, die infrastrukturell wirken. Ja, dass man das offenlegen muss oder wo es direkt mit den Menschen zu tun hat, sprich Arbeitsmarkt, Gesundheit etc. Danke.
Dankeschön. Möchte noch danach fragen? Ja, bitte. Stichwort Infrastruktur, was genau meinen Sie da? Oder wo sind da die? Zum Beispiel Suchmaschinen. Ja. Also die, okay. Ja, also die Big Five, ja. Big Five. Ich halte das Mikrofon, sonst hört man es beim Recording nicht. Im Raum hört man es sehr gut. Möchtest du dann, bewegen wir rein nach hinten, antworten? Nein, ich würde gerne noch mal was zu dieser AMS-Algorithmus-Geschichte sagen, weil es ist natürlich richtig, also das AMS hat auch begründet, dass sie den Algorithmus unter anderem deswegen verwenden, weil in der Bewertung durch Menschen diese Leute noch schlechter eingestuft werden. Also das ist, da gibt es schon zwei Seiten zu dieser Diskussion. Ich würde trotzdem, also und es ist also wie so oft bei allen, bei so vielen Dingen, die wir jetzt diskutieren, als wären sie Probleme, die aus der Technik entstehen. Wurscht, ob das Hass im Netz ist, womit ich mich sehr viel beschäftigt habe, oder aber auch eben jetzt der Algorithmus produziert die Diskriminierung, oder auch, keine Ahnung, Sie kennen sicher alle dieses Video von dem Seifenspender, der bei schwarzen Menschen keine Seife ausspuckt, weil halt die Lichtdurchbrechung bei dem, keine Ahnung, das nicht so trainiert worden ist. Die Sensorik nicht so eingestellt worden ist. All das ist ja Ausdruck von bestehenden gesellschaftlichen Diskriminierungen und nicht was, was sich eine KI überlegt hat. Was aus der KI entsteht. Und deswegen dementsprechend finde ich das schon einen ganz interessanten Prozess, wenn man über die Technik rückgespiegelt kriegt, was man eigentlich vorher eingespeist hat ins System quasi. Und dann muss man halt auch auf der Ebene darüber nachdenken. Was beim AMS-Algorithmus, also dafür gibt es ja schon Beispiele, es hat in Polen ist auch ein ähnliches System eingeführt worden mit einem ganz dramatischen Einbruch der Zahlungen für bestimmte Gruppen, wo bestimmte Gruppen komplett aus dem System rausgedrängt worden sind. Und das ist natürlich hochproblematisch, aber das ist immer menschengemacht. Also sich da auf die Technik rauszureden, finde ich relativ billig und da genauer hinzuschauen, halte ich für sehr relevant. Entschuldigung. Kurze Anmerkung zu dem AMS-Geschichte. Meine große Befürchtung ist eigentlich dort, dass dieser AMS-Algorithmus mehr diese Leute, die Entscheidung treffen müssen, entlasten soll und vielleicht sogar in die Richtung geht, naja, da brauche ich die Verantwortung wenigstens nicht dafür übernehmen, der Algorithmus hat was gesagt. Die Sorge, die habe ich mehr. Mehr als alles andere. Danke. Ja, aber bitte. In den letzten Wochen oder Monaten rund um zahlreiche Diskussionen in meiner Partei, genau in diesen Fragen, sind mir ein ganz spannendes Beispiel gefallen, wie man hier nämlich die Bildungsfrage in den Vordergrund stellen kann. Genau das, was wir die ganze Zeit argumentieren, es sind Menschen, die das entscheiden. Und es sind keine Technikprobleme, das nehme ich genauso auf von dir, sondern es sind die Entscheidungen von Menschen. Finnland hat durch eine glorreiche KI-Strategie im Weiterbildungsbereich sich vor Augen geführt zu sagen, wir wollen KI demokratisieren. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen mündige Bürger und mündige Unternehmen. Hackerl drunter, sind wir alle einer Meinung. Den sind wir von 4 Monaten geschafft, 1% der gesamten Bevölkerung in Fragen der künstlichen Intelligenz, Machine Learning, hier weiterzubilden und angeblich 5% der relevanten Unternehmen. Und genauso was erwarte ich mir ehrlicherweise auch von der kommenden Regierung, einen solchen Schritt. Wie können wir überhaupt beurteilen, Code, Algorithmus, Algorithmen, die selber Algorithmen schreiben, dass endlich auch in dieser Bevölkerung es eben nicht vernebelt ist, sondern klar ist, dass politische Entscheidungen hinter einem AMS-Algorithmus stehen. Ja, kurze Anmerkung noch, wichtige Anmerkung zum Unterschied zwischen Algorithmen und künstlicher Intelligenz, weil hier immer von Offenlegung von Algorithmen gesprochen wurde. Künstliche Intelligenz beruht zum Großteil auf neuronalen Netzwerken. Die neuronalen Netzwerke sind nicht analysierbar, das heißt, es gibt derzeit erst wenige Ansätze, wie man neuronale Netzwerke überhaupt analysieren kann und analysieren kann, wie diese
künstliche Intelligenzen überhaupt zu ihrer Entscheidungsfindung kommen. Das ist noch ein sehr großes Problem. Also wenn von Offenlegen von Algorithmen geredet wird, muss man sich immer genau anschauen, was steckt genau dahinter. Wenn es tatsächlich ein von Menschen geschriebenes Programm ist, wie beim AMS, dann kann man das analysieren. Aber bei den anderen geht das eben noch nicht, was nicht heißt, dass man da nicht entsprechenden Druck machen sollte, dass das irgendwann in der Zukunft passieren sollte. Okay. Ergänzend dazu, natürlich kann man, wenn neuronale Netze selber lernen, und dann müssen wir zum nächsten Thema gehen, selber lernen über die Input-Daten, die AI beeinflussen. Also wenn ich immer nur Katzen in diversen Abfolgen zeige, dann lernt das neuronale Netz, alles was vier Pfoten hat, ist eine Katze. Ja? Und deswegen gilt auch die Offenlegung dieser Trainingsdaten, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, aber das führt uns heute zu weit. Aber du wolltest was sagen. Ich möchte noch kurz was sagen, ohne diese AMS-Problematik jetzt im Detail zu kennen. Aber ich sage jetzt einmal, jeder Mensch, jeder Mitarbeiter, auch die Grünen, hat Vorurteile, bewusst, unbewusst oder sonst was. Man muss jetzt auch, ich sage jetzt einmal, in gewissen Bereichen, kann man ja auch dadurch Vorurteile ausschauen, weil die Technik schätzt kein Mensch ein. Der analysiert gewisse Dinge, was ihm vorgibt, und wenn ihm das neutral vorgibt, was natürlich geregelt sein sollte, kann auch jetzt der Mitarbeiter, der was jetzt, sage ich jetzt mal, in der Personalberatung, AMS oder sonst wo, kriegt er gewisse Vorschläge von dem System raus, wo er vielleicht aus persönlicher Sympathie sagt, der passt gar nicht so oder der passt nicht, und da sagt einmal der Computer, Moment, die sind geeignet. Da fängt er vielleicht selber zum Nachdenken an, ist das ein fachliches Thema gewesen oder war man denn unsympathisch? Und wie jeder lernen Menschen sympathisch und unsympathisch kennen, und gerade in der Personalpolitik ist das natürlich immer Thema, jetzt auch, ob jetzt privat oder des AMS gemeint ist. Und dadurch kann das natürlich auch zum Positiven helfen, sage ich mal, weil das nicht unterscheidet nach gewissen persönlichen Erfahrungs- oder Vorurteilswerten. Es ist ein interessantes Thema, aber wir schaffen sonst die Zeit nicht. Und es gibt Leute, die wirklich müde sind, die wollen spätestens um 9 da raus. Ja. Aber vielen Dank für die Beiträge. Jetzt kommen wir zu dem Thema, und auf das läuft es ja eigentlich hinaus, zu dem Thema Fortweiterbildung, Ausbildung. Wenn es so ist, dass Wissensarbeiter, und das war sozusagen das eingängliche Statement, ja, sozusagen von dem, was sie da im Kopf haben, komplexe Aufgabenstellungen lösen, dann ist es genau die Frage, wie kriegen wir das da im Kopf weiter und was können wir weiter tun, um das zu entwickeln. In Österreich sagt die IHS-Studie, ich kann es nicht beurteilen, auch die kann ich nicht verifizieren, ich kann sie nur hernehmen, dass 9% aller Jobs durch Digitalisierung in 20 Jahren bedroht sind. Kann stimmen, kann nicht stimmen, vielleicht sind es 18, vielleicht sind es 7, Kristallkugeln. Das ist keine Kristallkugel. Jede Prognose ist irgendwo eine Hochrechnung, Schätzung, Annahmen, die man nicht kennt, das ist genauso wie Bilderkennung. Ne? Aber bitte, also, ich würde da gerne was sagen, das ist die Studie von der Gelinde Titelbacher, und ich halte die durchaus für seriös, und ich finde 9% aller Jobs in den nächsten 20 Jahren entspricht nicht der Panikmache, mit der wir sonst ständig konfrontiert sind. Und es ist ja auch nicht so, als ob die Digitalisierung jetzt dann morgen kommt, sondern die ist seit 20 Jahren oder länger in Gange. Und es gibt ja empirisches Material schon aus den letzten Jahren, Jahrzehnten auf europäischer Ebene. Die grundsätzliche Frage ist, also erstens einmal haben wir die Situation, dass sich ständig neue Jobs entwickeln, von denen wir, also an den Unis wird dann ständig erzählt, wir bilden aus für die Jobs, von denen wir noch gar nicht wissen, dass es sie dann in 5 Jahren geben wird. Und das ist auch durchaus belegbar, wenn man sich die letzten Jahre anschaut und die Panikmache, die da, also von wegen, wir werden alle arbeitslos und das wird alles eine Katastrophe, die teile ich ganz grundsätzlich schon mal nicht. Ich glaube, dass die 9% eine ziemlich gute Schätzung sind. Das ist auch tatsächlich eine seriöse Studie und nicht Kristallkugel, also das wird das IHS sonst nicht veröffentlichen. Die halten ja schon ein bisschen was auf sich auch. Ja. Ich habe dort zum Disclaimer, ich habe bis vor kurzem selber dort gearbeitet.
was aber dementsprechend auch was der Standard ist. Aber um auf den Punkt zu kommen, die grundsätzliche Frage ist, also auch in den bisherigen Studien sehen wir, dass es nicht die, quasi der extreme Wegfall von Arbeit ist, wiewohl ihr ganz grundsätzlich sagen müsst, ich verstehe überhaupt nicht, warum das ständig problematisiert wird. Also wenn wir als Gesamtgesellschaft weniger Arbeit zu leisten haben, weniger Erwerbsarbeit zu leisten haben, dann ist das doch eigentlich was Gutes. Mehr Zeit für Kinderbetreuung, für also nicht nur Betreuung, sondern Spaß mit den Kindern, mit den Eltern, was auch immer, für Freizeit, für politisches, was auch immer, für Engagement. Das könnte ja eigentlich was Gutes sein, stattdessen diskutieren wir das immer so als Hilfe, Hilfe, die Arbeit fällt weg. Und das in einer Situation, wo wir in Österreich eigentlich eine der höchsten, also wir sind bei den Männern bei 42 Arbeitsstunden pro Kopf, bei den Frauen ist es deutlich weniger, weil die so viel Teilzeit beschäftigt sind. Aber eigentlich könnte es ja was Positives sein, dass man sagt, okay, es ist weniger Arbeit da und jetzt tun wir sie umverteilen und alle haben ein bisschen mehr Freizeit. Die große Herausforderung, die ich sehe, die wir in den bisherigen Studien dazu erkennen können, ist, dass ist die Frage der Qualität der Jobs, die wegfallen. Und da sehe ich sehr wohl ein Problem, weil die bisherige Empirie deutet darauf hin, dass es eben nicht die Jobs, für die sehr wenig Ausbildung notwendig ist, und auch die Hochqualifizierten, die nehmen zu, also Jobs, für die man ein Studium braucht, nehmen zu. Was wegfällt, sind die mittleren Jobs. Und das beinhaltet schon eine gewisse Sprengkraft aus meiner Sicht, weil wir halt, weil sich da Kluft auftut. Und das finde ich ist die viel relevantere Frage in dieser Just Transformation Diskussion, also darauf, das ist ja eigentlich das Feld. Und dafür gibt es nur wenig Antworten. Es ist auch, finde ich, in der Diskussion wird immer nur diese Panik verbreitet. Und darauf müsste man eigentlich die Antworten finden, wie man mit diesem Auseinanderdriften der Qualitäts- oder Kompetenzanforderungen an die Menschen, die Arbeit verrichten müssen, um sich zu erhalten, was da notwendig ist. Wir haben zwei Felder. Das eine ist die Aus- und Weiterbildung von Erwachsenen, dem ihr euch auch gewidmet habt in dem Beitrag. Und das andere ist die Frage, die Bildung von Kindern und Jugendlichen. Und bei beiden hakt es momentan. Bei der Aus- und Weiterbildung von Erwachsenen, irgendwie nehmen wir diese Studien, egal ob sie jetzt neutral oder normal geführt werden oder ob sie hilft oder nicht, finde ich zu wenig ernst. Die Arbeiterkammer hat hier ganz simple, aber meiner Ansicht nach gute Vorschläge. Die zwei besten sind für mich einfach die Weiterbildungswoche im Jahr, ein Rechtsanspruch, eine Woche im Jahr sich weiterbilden zu können. Das hilft gerade in dieser schnelllebigen Welt sehr. Und jetzt bin ich selber in einem mittelständischen Unternehmen und bin zuständig dafür, dass sich Kolleginnen und Kollegen regelmäßig aus- und weiterbilden können. Ich achte logischerweise drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob alle in ganz Österreich in allen Unternehmen immer darauf achten. Also diesen Rechtsanspruch der Weiterbildungswoche finde ich ganz zentral. Und das Zweite ist für mich eine sehr, sehr gute Idee, dass man diese unterschiedlichen Dinge, Fachkräftestipendium, Bildungskarenz, Bildungsteilzeit etc. einmal im Leben zusammenlegen kann und wirklich umsatteln kann. Das ist ein zweiter Vorschlag von der Arbeiterkammer, wo ich sage, es gibt einfach Bereiche, die werden wegrationalisiert. Welche dieser Studien letzten Endes recht haben wird, werden wir dann sehen. Aber dass sich der Arbeitnehmer, nicht wenn er in den besten Jahren 20 bis 30 ist, dreimal studiert, 100 Jahre Berufserfahrung und möglichst billig, sage ich jetzt bewusst sarkastisch, sondern Klassiker 50 plus. Wir wissen die Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt, da brauchen wir gar nicht über das AMS-Segmentierung reden, aber dass man hier einmal im Leben wirklich umsatteln kann. Ich finde diesen Vorschlag der Arbeiterkammer hervorragend und ich finde auch, der gehört in die politische Diskussion mit aufgenommen. Und der zweite Punkt, der mir noch mehr am Herzen liegt, weil ich selber 8 Jahre mit Kindern gearbeitet habe, unser gesamtes Schulsystem entspricht immer noch dem der Industrialisierung. Und da ist einfach die letzten Jahre genau gar nichts gemacht worden. Wir glauben immer noch, dass man mit Leistungsdruck von oben, mit Auseinanderdividieren, jeden einzelnen Menschen stählen und formen kann. Das ist
komplett absurd. Wir reden über Collaboration, wir reden über Zusammenarbeit in Teams, wir reden darüber, dass wir noch nicht wissen, welche Jobs kommen. Aber wir wissen, dass unsere Kinder zukünftig zusammenarbeiten müssen. Möglichst in einem diversen Umfeld mit Männern, mit Frauen, mit unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlichen Kompetenzen. Wie schaut ein normales Team im Büro aus? Na, ziemlich unterschiedlich. Und genau daraufhin müssen wir Kinder und Jugendliche heute vorbereiten. Es muss die Neugierde in den Vordergrund gestellt sein und es muss klar sein, dass man mit diesen Arbeitsgeräten lernt zu arbeiten. Leute, die Matura haben, können zu 40 oder Leute mit Matura haben irgendwie so im Schnitt bis zu 40% das Internet als Ressourcenquelle. Leute ohne Matura, glaube ich, bis zu 15%. Muss ich nachschauen, woher ich die Zahlen im Kopf habe. Der springende Punkt ist für mich, das, was wir momentan machen, wir standardisieren für einen Arbeitsmarkt, den es so nicht mehr gibt. Wir brauchen Vielfalt, wir brauchen Zusammenarbeit, wir brauchen möglichst Offenheit. Und ganz am Ende noch etwas, ich will, dass die Kinder in der Schule damit lernen, umzugehen, aber ich will auch, dass sie lernen, das Ding aktiv wegzulegen. Und beides ist wichtig. Beides ist wichtig in dieser heutigen und zukünftigen Arbeitswelt. Ja, zu dem Thema. Ich sage mal grob die Bildung und die Information. Zum einen ist die Bildung, man kann natürlich Schule, Lehrplan, gewisse Sachen bilden, man kann in der Erwachsenenbildung was machen, da ist wieder die Frage, wo wird wirklich. Aber was das Thema betrifft, also was jetzt passiert, muss man denken, da leben viele Menschen in Österreich oder auf der Welt, die ja informiert werden müssen. Das heißt, es muss eine Information geben, weil was bringt es mir? Klar, es ist gut, wenn die Kinder in der Schule lernen, was das Cookie ist, was sind Algorithmen, die bringen es vielleicht den Eltern haben. Aber diejenigen, die was umgehen, müssen die Information kriegen und da muss man neue Wege finden, dass die Information auch ankommt bei den Usern. Die meisten machen das nicht absichtlich, sondern aus Unwissenheit tappen sie in Fallen. Wenn man denkt, dass heute noch wer ein Word aufmacht, was er per E-Mail kriegt und auf eine Echse draufklickt und vielleicht kann Virenscanner, der was einem rechtzeitig davor warnt, ist das eigentlich ein Wahnsinn. Ist ja fast unvorstellbar für einen Schüler, passiert aber, ich sage, selbst hunderten Unternehmen, dass dann der Rechner verschlüsselt ist und so weiter. Also das sind Fälle aus der Praxis, was passiert. Da muss man sich einen Weg finden, was die Information betrifft. Und kurz jetzt auf meinen Vorredner einzugehen, also hört sich ja sehr, sehr viel, sehr logisch an, aber gerade was jetzt Arbeitsmarkt, wenn man sich die Arbeitslosenstatistik in der Stadt Wien anschaut, die Bildung, wie viele Schüler was aus der Schule rausgekommen, nicht gescheit lesen können, das rot-grüne Modell, das hat sich sehr gut angehört, aber die Praxis und die Zahlen, Bundeshauptstadt ständig die letzten Jahre mit der höchsten Arbeitslosigkeit und so weiter, die Praxis schaut bei mir ein bisschen anders aus. Ich wollte eigentlich auf was Inhaltliches eingehen und jetzt nicht auf die Blasphemie. Blasphemie, das ist wenn man sich, die Angebote der Arbeiterkammer und auch auf der anderen Seite der Wirtschaftskammer ansieht, die haben in den letzten Jahren da wirklich ordentlich aufgeholt, was Angebote im Digitalisierungsbereich für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber betrifft. Und auch so wie du vorhin gesagt hast, gibt es einfach ganz viele wunderbare Zusammenstellungen über hochkomplexe Themen. Also die Leistung der Kammer auf beiden Seiten finde ich da hervorragend. Entschuldigung, das, was ich gesagt habe, ist genau das, woran ich glaube. Eine Schule, die es in Österreich so nicht gibt, weil wir immer noch ein konservatives Kasernenmodell haben. Und ich sage es jetzt in dieser Tragweite und dieser Härte, weil es genauso diskutiert gehört. Wir bilden in unseren Schulen aufgrund von Bundesgesetzgebung und die schwarz-blaue Regierung, die keine Verbesserung, sondern Verschlechterung gebracht, plus Einschnitte bei Schulsozialarbeitern, plus Einschnitte in der Integrationsarbeit. Die hervorragenden Deutschklassen helfen relativ wenig und haben aber zusätzliche Kosten verursacht. Aber es ist nicht das Thema. Ich glaube nur daran, wenn wir uns andere Schulsysteme europaweit und weltweit ansehen und uns anschauen oder vor Augen führen, was diese Arbeitsplätze der Zukunft brauchen, wird leider hier zu wenig abgebildet. Und unsere Lehrerinnen und Lehrer werden da zum gewissen Teil im Stich gelassen. Und das ist ein Problem, das wir eigentlich über alle Parteien hinweg in die Hand nehmen sollten. Gemeinsam mit Bildungsinitiativen, mit den Kammern, mit den Vereinigungen, weil so kann es nicht mehr weitergehen. Ich glaube, die Schule der Zukunft hat weitaus mehr auf Zusammenarbeit und Offenheit als auf ein Kasernendenken des 19. Jahrhunderts.
Dings haben Sie gereist, bitte. Ja, also ich meine, also ich tue mir ehrlich gesagt schwer. Ich bin erstens aber wirklich sehr müde am heutigen Tag und zweitens bin ich insgesamt ermüdet von diesen extrem platten Anwürfen, was Wien betrifft. Wenn man sich internationale Vergleiche anschaut, ja natürlich sind Hauptstädte, haben eine andere demografische Zusammensetzung, schon alleine deshalb andere, eine ganz andere statistische Ausgangslage und was so komplex ist, unser Bildungssystem mit so unterschiedlichen Kompetenzen, also sich da seriöserweise hinzusetzen und zu sagen, Rot-Grün ist schuld an der Bildungsmisere, okay, kann man machen, aber also, das, also in Wahrheit ist das völliger Blödsinn. Ich finde, dass die Digitalisierungsthematik, und sie ist jetzt im Wahlkampf ständig gekommen, mir kommt vor, dass sie auch im Zusammenhang mit dem Bildungssystem viel zu kurz gedacht ist. Wir reden, also da kommt dann immer, ja, wir brauchen ein neues Fach. Immer wenn in Österreich ein gesellschaftliches Problem auftaucht, dann will man ein neues Schulfach. Das löst dann die Probleme und das tut es natürlich überhaupt nicht, abgesehen davon, dass man bei anderen Fächern dann kürzen muss, wenn man schon wieder ein neues Fach einführen will. Also das halte ich für untauglich. Wir haben eigentlich Unterrichtsprinzip, Medienbildung, das, wenn man das durchliest, ist so circa gefühlt 70er Jahre, realistischerweise wahrscheinlich circa 90er Jahre, das nicht auf der Höhe der Zeit ist, aber grundsätzlich muss natürlich sowas wie Digitalisierung, digitale Kompetenzen, Medienkompetenz eine Querschnittsmaterie sein, die in jedem einzelnen Fach, in jedem einzelnen Unterrichtsgegenstand Abdeckung findet. Es geht noch viel weiter, so wie wir Schule nach wie vor, und da bin ich bei dir, ja, was also das Kasernendenken, erfolgreiche Schulsysteme denken nicht in 50 Minuten Abschnitten in einzelnen Fächern, sondern denken sehr viel vernetzter in Projektarbeit, in Modulen, wo natürlich dann die Einbindung ganz unterschiedlicher Medien viel leichter möglich ist und auch tatsächlich das, also das ist ja methodisch, wie da immer noch unterrichtet wird, teilweise wirklich sehr veraltet. Also da bräuchte es tatsächlich einen Schub und ein ganz anderes Grundverständnis, wie man am besten lernt und was gute Lernumgebungen sind und was gute Lernprojekte sind. Und wir kleben da extrem an einem engen Fächerkanon, der aus meiner Sicht in der Form nicht mehr zeitgemäß ist. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass natürlich es unmöglich ist, die Lehrerinnen adäquat zu schulen und nachzubilden. Es werden die Jugendlichen und die Kinder immer schneller sein. Wobei ich da schon widersprechen muss auch, also es können zwar sicher alle Jugendlichen und Kinder und Schülerinnen und Schüler mit einem Tablet und einem Telefon umgehen und herumswipen und so weiter, das heißt aber noch lange nicht, und das habe ich sehr oft erlebt, dass sie mit sinnerfassend lesen ist, das ist nochmal eine andere Problematik, aber zum Beispiel ein Word-Dokument aufmachen und formatieren und speichern, das ist schon wieder was anderes. Und da gibt es schon ein Kompetenzgap zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern. Und also das ist das ein Grundverständnis dafür, wie Code funktioniert, wie bestimmte Programmiersprachen beispielsweise funktionieren. Das sollte natürlich auch unterkommen, aber ich glaube, dass man das Thema insgesamt einfach breit denken muss. Mir kommt immer noch vor, wir diskutieren das so, als würde die Digitalisierung dann morgen kommen und wir müssen uns halt heute vorbereiten. Wir sind mittendrin, ne? Oder sie kommt erst übermorgen. Ja, genau. Ja, ganz bei dir. Wann könnte man einen Arbeitskreis machen? Dann haben wir genug Zeit dafür, oder? Ich sage jetzt nochmal die zwei Dinge, die jetzt meiner Ansicht nach noch offen sind. Oder das eine ist nicht offen, wie man jetzt nochmal herausstreichen. Kinder und Jugendliche müssen lernen, als mündige Bürger zu hinterfragen. Nur Stichwort Fake News, und damit mache ich die Klammer schon zu. Es muss gelernt werden zu hinterfragen, auch im digitalen Raum oder in diesem digitalen Zeitalter. Und ich finde es so lustig, man geht in der Volksschule mit den Kindern raus in den Bezirk, also aus der Schule raus in den Bezirk, und da hat man dann den Zebrastreifen und der Polizist ist dabei, und es ist vollkommen logisch, dass man den sozialen Raum, Bezirk, miteinander erkundet. Im Social Media Bereich hast du das gar nicht. Im Social Media Bereich werden Kinder und Jugendliche einfach allein gelassen. Facebook putzt sich ab, Kinder dürfen erst ab 14 rein oder Jugendliche.
und so weiter. Und mir geht es jetzt nicht darum, nach dem neuen Schulfach Social Media zu schreien, auch da bin ich bei dir, sondern es dürfen Kinder und Jugendliche genau in diesen Räumen per se nicht alleingelassen werden. Dort gibt es einen eigenen Habitus. Jedes dieser Social Media hat unterschiedliche Verhaltensregeln, Verhaltensmuster, Cybermobbing ist ein Faktor, ist ein Problem, Hate Speech etc. Ebenso, Kinder und Jugendliche müssen lernen, an soziale Räume herangeführt werden und auch wenn das digitale Räume sind. Und davor machen wir momentan noch die Augen zu. Ja, bei dem Thema kann ich mich zum Teil anschließen, was diese Geräte betrifft. Und es ist völlig richtig, dass die meisten nicht wissen, wie mache ich ein Word auf und sonst was. Also es gehört schon in der Bildung auch dazu, wie nutze ich das Ganze. Weil wenn ich mein Gerät anschaue, also ich private IT-Unternehmen, ich kann 80% der Dinge auf dem Gerät machen. Bei manchen Sachen wird man halt das Display zu klein, aber selbst da gibt es eine Dockingstation, das ist in Urlaub, und ich kann wirklich alles damit machen. Und da muss man, das sind auch die Vorteile. Aber wenn man jetzt sagt, das nutzt man jetzt nur zum WhatsApp schreiben, Facebook und Co. für irgendwelche Spaßdinge, was durchaus Spaß machen und auch seine Legitimität hat, dann erkennt man halt teilweise auch nicht den Mehrwert. Und deswegen in der Schule sollte halt auch beigebracht werden, wie man das wirklich nutzen kann. Jetzt geht es gar nicht, in was für einer Schule, aber ich sage, in einer Berufsschule kann man lernen, was man in seinem Fachbereich mit diesen Dingen machen kann und was dafür Möglichkeiten gibt. Sehr gut, ich komme sofort zu den Publikumsfragen. Vielleicht nur, also wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet von der Ausbildung der Erwachsenen, für die ist es nämlich 5:05. Natürlich haben wir ein Riesenproblem, weil, und das bitte an alle Parteien und auch alle Kollegen, die Sie treffen, weiterzugeben, es gab unter anderem eine Initiative von Dr. Androsch zum Thema Volksbegehren in Richtung Schule, das wurde mit ein paar hunderttausend Stimmen einfach im Mist gehabt. Ich habe es mit unterschrieben, ich finde es als Staatsbürger eine absolute Frechheit, diese Ignoranz gegenüber den Staatsbürgern. Aber das war jetzt mein ganz persönliches Statement, sollte ich als Moderator nicht machen. Aber zum, ich habe es mit ausgearbeitet. Wohl, reden wir nachher drüber, bei einem Glasl geht es leichter. Was wir auf jeden Fall fordern, und dann komme ich gleich zu den Fragen als Verein, ist, wir wollen ein lebenslanges Lernen fördern, nämlich für die Erwachsenen, für die bereits Erwerbstätigen, weil... Also wenn einer sagt, ich kann Word nicht bedienen, dann sage ich, dann geh bitte in YouTube, gib ein Win Word und schau da zwei Videos an, wenn du es noch am dritten noch nicht behirnt hast, dann wird es schwierig. Ja? Ist nicht immer für alle die Antwort, aber es gibt ein enormes Angebot, es ist nicht immer nur das Unternehmen, das mich bei der Hand nehmen muss und ich führe dich zum Training. Den Anspruch auf Training, was du gesagt hast, kann man diskutieren. Wir glauben, dass es notwendig ist, dass es auch persönliche Initiative gibt. Ich darf mich als Mitarbeiter davon zugehen und sagen, Chef, bring mal Training. Das funktioniert nicht, weil wir wissen, dass Lernen so nicht funktioniert. Ne? Aber vielleicht dann kurze Antworten darauf und dann gehen wir in die Fragen. Du bist heute sehr provokant in deiner Fragenformulierung. Das ist uns das eine oder andere Mal schon aufgefallen, finde ich aber auch gar nicht schlecht. Ich kann jetzt nur hervorkehren, was in Wien beispielsweise aktiv gemacht wird, Bildungsgutscheine angeboten, WAF hat Förderung für Arbeitnehmerinnen und das, was du ansprichst, ist der kulturelle Wandel, das lebenslanges Lernen, nicht nur eine Zauberformel bleibt, ein Passwort, sondern dass sich wirklich kulturell niederschlägt. Lernen muss geil werden. Jetzt ganz bei dir, auch wenn es wieder provokant, ihr habt in dem Papier aus meiner Ansicht nach gutem Grund dargestellt, wie unterschiedlich die Generationen ticken, wie sie kommunizieren, wie sie tun. Und wir haben hier schon noch eine Frage der Generationen. Ja, es wird durch mehr Diskussion, durch mehr Bewusstseinsbildung sich hier wahrscheinlich etwas ändern. Und ja, ich finde, dass wir als Politik gemeinsam mit Kammern und Co. hier Anreize schaffen können. Ich fände es aber umgekehrt höchst fragwürdig, wenn sich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeberseite hier rauszuhalten hat, weil es muss eh alles der Arbeitnehmer machen, um jetzt auf deine Provokation noch einzustellen. Gehen wir nachher gerne weiterhin, bitte. Ja, ich möchte auch zu lebenslanges Lernen, es ist ja die Frage, wie erreiche ich die Leute, weil ich sage, alle, was jetzt da drin sitzen, die sind interessiert an Sachen und ich bin mir sicher, dass jeder in die Bereiche, wo er es interessiert, auch weiterbildet, was da sitzt. In der Politik ist man halt in der glücklichen Lage, dass man mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hat und ich muss sagen, es gibt auch viele Schichten, sage ich jetzt einmal, das sind sicher Hunderttausende, die was sich gar nicht interessieren davor. Und da ist die Frage, welche Lösungen, die Angebote sind ja auch durchaus da. Da gebe ich auch recht, WAF, Wifi, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, kostenlose Bilder, also wo man nicht einmal Geld in die Hand nehmen muss.
aber wie bringe ich die Leute dazu, dass sie das in Anspruch nehmen und das machen? Und das stellt mir zum Beispiel vor der wirklich großen Herausforderung, wenn ich mit gewissen Bereichen arbeite. Und da rede ich jetzt gar nicht von Arbeitslosen und Leuten, die nicht arbeiten wollen, sondern die, die einen Beruf haben, glücklich sind, einer Geld selber verdienen, die sagen, nein, ich mache das. Und der denkt nicht noch, dass er morgen vielleicht mehr wissen muss, dass er einen Job hat und so weiter. Wie komme ich an die ran? Und da muss ich sagen, also ich glaube, das sieht man jetzt auch an der Praxis, dass es so ist, da hat noch keiner wirklich die Lösung gefunden davor. Wird auch schwierig werden. Jörg noch und dann. Nur ganz kurz, wir haben ja. Also, was du zuerst? Ja, nein, bitte. Was lebenslanges Lernen betrifft und die Frage, wozu ist der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin verpflichtet, muss man halt schon sagen, wenn sich die Rahmenbedingungen für die Arbeit ändern, dann natürlich ist der Arbeitgeber verpflichtet, diese Schulungen zu unternehmen, weil ich kann nicht von jemandem verlangen, dass sich das Arbeitsprofil ändert und dass dann im besten Fall in der Freizeit die Kompetenzen dafür erworben werden müssen. Also das, wobei ich glaube, da sind... Das habe ich auch nicht so gesagt. Habe ich nicht so immer genau sein wollen, habe ich das so auch nicht gesagt. Aber was ich gemeint habe, um das vielleicht zu präzisieren, war, dass natürlich hat der Arbeitgeber, und ich bin Unternehmer und habe Verantwortung über meine Mitarbeiter im Punkt der Ausbildung, keine Frage, aber der Mitarbeiter muss schon selbst auch wollen, also die Eigeninitiative, ich hole mir Informationen, weil ich brauche für, wie drucke ich Word-Dokumente aus, keine Schulung, sondern das kann ich im YouTube anschauen. Gut, das ist auch wieder ein Problem, das nicht aus der Digitalisierung erfolgt, sondern das halt eine grundsätzliche Frage von guter Mitarbeiterinnenführung ist. Ich möchte nur ganz kurz sagen, was das grüne Modell zu diesen Fragen ganz grundsätzlich wäre. Das grüne Grundsicherungsmodell sieht Ausbildungszeiten und Sabbaticals und alle möglichen Dinge vor, die genau in der Form genutzt werden sollen. Es geht eher ein bisschen in Richtung von dem, was von AMS-Seite sehr vorsichtig angedacht wird, weil klar ist, also das ist für unsere Generation oder für meine Generation, ich bin auch schon immer so jung, die noch jüngere, noch unvorstellbarer, das ganze Leben in einem einzigen Job oder in einem einzigen Bereich tätig zu sein. Also da hat sich ganz sicher was verschoben und damit auch die gesellschaftliche Verantwortung, diese Wechsel, Jobwechsel zu ermöglichen. Nur einen letzten Punkt, den ich gerne einbringen würde, was ich finde, dass in dieser Diskussion immer viel zu kurz kommt, ist die Arbeitsverdichtung, die durch Digitalisierung erfolgt ist. Und das ist halt, also wenn man sagt, okay, das klassische Sekretariat häufig von Frauen erledigt, da muss man sich weiterbilden. Was da selten gesehen wird, ist, in was für einem Ausmaß da die Arbeitsverdichtung passiert ist. Das, was man früher mit ein paar Briefen pro Tag abgewälzt hat, ist heute ein Vielfaches an E-Mails und dem wird in der ganzen Diskussion aus meiner Sicht immer noch viel zu wenig Rechnung getragen. Danke. Arbeitszeitverkürzung, es geht um die Verteilung der Arbeit. Wir haben vor 100 Jahren im Schnitt zwischen, ich glaube, 70 Stunden oder so gearbeitet. Jetzt arbeiten wir 42 Stunden, ist vorhin gefallen. Wir haben mit der neuen Technologie, mit vielen neuen Technologien wirklich Möglichkeiten. Wir sehen eine Arbeitszeitverdichtung, ganz d'accord. Und ja, es wäre für den Ausgleich, für die Gesellschaft und die Arbeitnehmerinnen und auch für die Produktivität auf der wirtschaftlichen Seite sinnvoll, hier endlich zu Arbeitszeitmodellen zu kommen, die einfach geringer sind. Es war ja der ehrliche 38,5-Wochenstunden-Woche schon mal wieder Anfang. Und in Wahrheit müssen wir hier hinterfragen, in welchen Bereichen zahlt sich's aus, in welchen Bereichen können wir reduzieren, wo müssen wir andere Modelle ansehen. Und wir gehen dann noch einen Schritt weiter. In Österreich hängt fast alles am Normalarbeitsverhältnis und in Österreich hängt fast alles an der Ehe zwischen Mann und Frau. Also wir haben hier überall noch so alte, vielleicht gar nicht schlechte, aber für die Zukunft nicht mehr passende Modelle, an denen wir uns orientieren. Also, sagen wir, es ist tradiert und wir lieben es sehr und manche unterstützen es ganz besonders. Apropos tradiert, es ist eine Tradition, dass das Publikum Fragen stellen darf. Deswegen. Also meine Frage ist nach wie vor offen. Also wir haben irgendwie über lebenslanges Lernen und über die Schule geredet, aber jetzt dieser konkrete Handlungsbedarf, was ist ein Cookie
zum Beispiel, warum ist das vielleicht so, dass man da jetzt was nicht wegklickt, was wegklicken soll, was ist ein Passwort und warum braucht man das überhaupt und so weiter, solche Allgemeinbildungsfragen. Wo setzen Ihre Parteien an, wo Sie schon konkret Initiativen setzen oder wo wissen Sie was von staatlicher Seite, Institutionen, die schon was tun? Also das eine ist einfach das Angebot, ich kann es vor allem von Wien sagen, Stichwort Volkshochschulen, Stichwort Arbeiterkammer. Ich schätze, dass die Arbeiterkammern in den anderen Bundesländern ähnliche Angebote für Arbeitnehmerinnen haben. Volkshochschule kann jeder zu günstigen Preisen die Kurse beziehen und im Bildungssystem einfach mit der digitalen Grundbildung. Nur da sind wir definitiv nicht so weit. Und jetzt schauen wir mal, was... Ich schaue mal, was die Regierungssondierungen und die Regierungsverhandlungen machen. Ich kann die Angebote nennen, die es in Wien gibt. VHS, Arbeiterkammer. Was ist da? Was passiert? Also konkrete Kurse für Arbeitnehmerinnen, konkrete Kurse für Bürgerinnen, die ja, genau verstehen wollen, wie der Computer funktioniert. Ich weiß sogar, dass wir Spezialkurse auch von der Stadt Wien anbieten für Pensionistinnen und Pensionisten, weil wir als hohes Gut haben, die Inklusion sicherzustellen. Das heißt, wir bauen E-Governance auf der einen Seite aus, auf der anderen Seite wollen wir die Leute einfach mitnehmen. Also, Kurs, bitte schauen wir es uns dann im Detail später an, ja. Ich kann, also, ob das aber in der Überschrift drinsteht, ob wir es im Subtext suchen müssen, schauen wir dann. Aber wenn Sie es ganz schnell erfahren wollen, geben Sie ein in YouTube Cookie Deutsch und dann kriegen Sie wahrscheinlich 25 Videos, die Ihnen erklären, wie das geht. Nein, prinzipiell, es ist Information, ist auch immer etwas holen. Zum allerletzt, ganz kurzen Satz, ich glaube nicht, dass es die Aufgabe dieser Damen und Herren, die hier auch am Podium sitzen, jetzt Auskunft darüber geben und überhaupt auch nicht Aufgabe der Politik, Cookies zu erklären. Das machen sowieso schon viele, viele Institutionen und das macht das Netz zur Genüge. Wenn man sich da nicht bedient, hat man die eigene Hohlschuld einfach nicht erfüllt. Das ist das eine. Und das, Moment, jetzt bin ich dran. Und das Zweite ist das... Das Zweite ist das, ich möchte was sagen zur Erwachsenen- und Weiterbildung. Ich habe in meiner und aus Firmen die Aufgabe wahrnehmen müssen, Mitarbeiter auszubilden und so fort. Ich habe in meinem Berufsleben, und ich bin jetzt ungefähr 7 Jahre in Pension, verschiedene Phasen erlebt, wie Ausbildung stattfindet in der Firma. Am ganz am Beginn wurde einfach verordnet, irgendeine Schulung. Und im Laufe der Zeit hat sich das ziemlich gewandelt, denn es wurden Sachen angeboten, die bewertet wurden im Nachhinein, wenn ich es gemacht habe. Und zum Schluss ist es dahin gekommen, dass wir miteinander geredet haben, was ich gerne machen würde. Und ich habe gefragt worden, was ich für Ideen habe. Das ist, da wird man viel mündiger und viel mehr selbst gefordert. Und ich denke, dass das bei der Bildung, bei der Ausbildung das wichtig ist, im Erwachsenenbereich. Dankeschön. Bitte, gibt also, eine Reaktion auf. Ich muss ganz grundsätzlich mal zur Verteidigung ausreiten. Das ist eine völlig legitime Frage und natürlich ist es nicht die richtige Antwort zu sagen, es gibt im Internet sowieso Videos, wo Cookies erklärt werden, sondern es ist komplett richtig, wenn ich dann an meine Eltern denke zum Beispiel. Meine Mutter ist sogar IT-Beauftragte in ihrer Schule gewesen oder ist es immer noch. Und also da gibt es definitiv einen Bedarf. Jetzt sind meine Eltern beide Lehrerinnen und die würden wahrscheinlich genau das tun und sich wahrscheinlich im Internet da versuchen, eine Erklärung zu suchen. Ganz grundsätzlich finde ich aber bei dieser ganzen, und das betrifft jetzt gar nicht die Digitalisierung an sich, sondern viele andere Themen auch, die Vorstellung, dass wir Menschen, die nicht mehr ins Bildungssystem, ins Institutionelle eingebunden sind, durch riesengroße Angebote alle erreichen können, haben wir in der Vergangenheit sehr oft gesehen, so funktioniert es nicht. Also es ist nicht so, dass wir jetzt flächendeckend Kurse für alle anbieten und alle rennen begeistert hin und sagen, oh ja, ich will das gerne wissen. Zum einen gibt es natürlich einen öffentlichen rechtlichen Auftrag, wo wir, der wird aus meiner Sicht zumindest zum Teil auch wahrgenommen, wo der ORF in all seinen Angeboten versucht, über diese Dinge zu informieren. Das ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz, neben den ganzen richtigen, also diese Schulungen und Kurse gibt es ja in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Formen und die sind auch richtig und gut. Die andere Schiene ist eben über den ORF, über Medien, über diese Dinge aufzuklären. Aber die Vorstellung, wir haben da jetzt, also die Anforderungen, die Mündigkeit der Bürgerinnen, die jetzt da alle in Scharen zu irgendwelchen Fortbildungen rennen sollen, das so läuft es nicht. Aber
das also wissen wir einfach aus vielen anderen Bereichen. Was glaube ich, also wo ich sehr gute Rückmeldungen habe, ist, das ist schon spannend natürlich, dass es intergenerationales Lernen gibt. Es ist, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißen. Also es gibt Kursangebote, weil, wie vorher schon gesagt, das Lehrpersonal auf einen Stand, also gesammelt auf einen Stand zu bringen, der dazu geeignet ist, alle Schülerinnen und Schüler mitzunehmen, ist oft nicht möglich. Es gibt Safer Internet, heißen sie, die bieten Workshops für Schulen an, gerade im Bereich Medienkompetenz, Datenschutz, auch Cyberstalking, Missbrauch im Internet etc. Und ich habe von vielen Eltern die Rückmeldung gekriegt, dass sie von ihren Kindern lernen, von diesen Dingen, die sie dort bringen. Plus natürlich, so wenn wir alle, also zumindest meine Generation, zu Weihnachten alle heimfahren und den Computer neu aufsetzen. Klar. Auch das ist eine Form von Lernen und vom Vermitteln von Inhalten. Aber was ich nur sagen will, also es ist dieses, also so die Vorstellung, wir machen da jetzt das eine Programm und damit erreichen wir alle, das wird es nicht geben. Was natürlich nicht heißt, dass man es nicht machen soll. Aber es gibt unter anderem auch Unternehmen, die das anbieten, jetzt vielleicht für jeden noch eine Minute, weil wir müssen dann weiter, sonst laufen wir wirklich über die Zeit hinaus, deswegen auch zu dem Punkt jetzt keine Fragen, aber wenn wir am Schluss Zeit haben, gerne. Bitte. Es ist alles gesagt, die Angebote sind da, es ist Hol- und Bringschuld, das gehört beides dazu. Und ja, ich glaube, in manchen Bereichen sollte man vielleicht besser Werbung machen oder mehr schauen, dass die Angebote zu Mann und Frau kommen. Und den Rest schauen wir dann. Ja, also ich kann mich da jetzt fast anschließen, die Angebote sind da und so gerne die Stadt Wien und verschiedene Institutionen als Oppositionspolitiker gern kritisiert. In dem Fall muss ich sagen, sie sind da. Die Frage ist, ist es eine Bringschuld, eine Holschuld, wie bringt man wen hin? Und nur kurz, weil ich vorher nicht zu Wort gekommen bin, zu den in die Firmen. Ich glaube, dass die Unternehmen, die was an Mitarbeiter haben, sind froh, dass sie ihn haben, wenn sie im Unternehmen ein bisschen was ändert, sofort schauen, dass der geschult trainiert wird, dass er mitkommt, weil er das eine wertvolle Ressource ist und keiner den Mitarbeiter verlieren will und seinen Neichen sucht, weil er das viel mehr Aufwand ist, wie ihn eigentlich zu schulen. Das andere ist halt, wie bringe ich, und da sind wir wieder bei der Bring- und Holschul, Leute dazu, der weiß, meine Firma sperrt in einem Jahr zu oder in einem halben Jahr, das ist fix, der macht die Arbeit und der, dann redet man mit denen, sage ich, ich gehe da zum AMS, da werden wir schon was geben und komplett blauäugig, ob es den Job woanders noch gibt oder nicht und sich teilweise auch nicht denkt. Und da ist halt die Frage, wie bringt man diese Menschen dazu, dass eben dann auch gleich schauen. Und ich sage, das betrifft natürlich nicht alle, viele machen das, aber ich kenne extrem viele Beispiele, die was sie einfach ständig auf einen anderen verlassen. Das ist halt sehr schwierig. Gut, wir kommen jetzt gleich zum nächsten Thema, nämlich zum Unternehmen und vielleicht die Reflexion darauf, nein, ich lasse jetzt keine Fragen mehr zu, sonst geht es jetzt Zeit. Bitte. Einzelbeispiele gut und gerne, aber dann bitte andere auch bringen. Wir kennen genauso die Beispiele, wo ein Polier dann auf einmal ausgekaut worden ist, weil ihm das Notebook hingestellt worden ist, gesagt hat, so und jetzt arbeite damit. Und er ja, aber das davon habe ich nicht bestritten, dass also, das auch gilt. Das würde er gar nicht bestreiten. Aber ich sage, es ist. Diese humanistische Welt, in der alle das Beste wollen, wollen wir, aber da brauchen wir noch ein Stück hin. Gut, damit sind wir bei den Unternehmen, das ist nämlich der nächste Punkt. Also es freut mich zu hören, dass alle den nationalen Schulterschluss zur Aus- und Weiterbildung unterstützen und im nächsten Jahr mit im Parlament, in der nächsten Legislaturperiode mit ins Parlament in die politische Arbeit reinnehmen, finde ich super. Faires Spielfeld für Unternehmen, das wäre ein weiterer Punkt. Wie wir aus unserer Studie, aus den Zwischenergebnissen wissen, haben österreichische Unternehmen massiv Aufholbedarf bei der Digitalisierung zum Thema Wissensgewinnung und Innovation. Gerade im kleinen Mittelstandsbereich ist das besonders stark ausgeprägt, mag an der Kapitaldecke liegen. Wenn wir hier nicht wollen, dass wir ins Hintertreffen kommen, ergeben sich so Spannungsfelder, nur vielleicht so ein bisschen aufgelegt, also Steuerfairness, Irland, Flucht ins Ausland. BBC hat ein interessantes Experiment gemacht, mit einem ganzen Dorf auf die Kanalinseln auszuwandern, um Ackersteuer zu zahlen. Das ist zwar vielleicht nichts, was wir national lösen können, aber wir sind ja, glaube ich, auch im EU-Parlament vertreten. Brain Drain, Abwanderung der Wissensarbeiter. Also momentan freut sich Deutschland,
solange halt, bis die Wirtschaftskrise da ist, über die Zuwanderung von Leuten, die wir in Österreich ausbilden. Das hat ja auch eine Verschiebung von Investitionen, Universitäten etc. Kapital zu tun. Sie bieten aber auch einiges, wie zum Beispiel ein Gleitzeitkonto, flexible Möglichkeit, also einen höheren Kündigungsschutz, als wir in Österreich haben, das wäre vielleicht ein Thema für dich, Jörg, und auch den Rucksack, sozusagen die Überstunden mitzunehmen von einem Unternehmen ins andere, und jetzt lassen wir das also schon einmal, da gibt es, glaube ich, einiges, was da möglicherweise beantwortet werden will. Bitte. Okay, ich greife zwei Punkte raus. Das eine ist klar Steuergerechtigkeit herstellen. Ich glaube, also ja, aber was macht's? Wir brauchen die digitale Betriebsstätte, wir brauchen die Besteuerung von den Umsätzen dort, wo sie gemacht werden. Okay. Ich glaube, da haben wir, also das war zumindest auf einem dieser Podien auch schon mal Konsens, mehr oder weniger, würde ich sagen. Haben wir da Konsens jetzt am Podium für die Arbeit im Nationalrat in der nächsten Legislaturperiode, soweit ihr es einschätzen könnt? Also das, was ich... kurzes Ja oder Nein? Ja, also, definitiv. Das kann ich jetzt so direkt nicht beantworten. Dann würdest du es unterstützen? Also ich weiß schon, du bist nicht die Partei. Ja? Also, nein, das ist, der Ludwig der 16. Ich meine, das ist ein komplexes Umfeld und mit Ja oder Nein. Man hat dazu unterschiedliche Meinungen. Also das ist jetzt... Ich würde jetzt auf keinen Ja mehr nehmen. Aber das Thema wird mitgenommen in die nächste Legislaturperiode und ich werde es in die Richtung gemeinsam denken. Dann zurück zu Siege, bitte. Das waren jetzt so mehrere Sachen. Ja, nein, du kannst ganz konkret antworten. Ich wollte da diesen Konsens abklopfen, ja. Bitte. Was die Steuergerechtigkeit betrifft. Ja, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Du warst bei der digitalen Betriebsstätte, ja, Steuergerechtigkeit. Was, wolltest du Irland nehmen oder wolltest du die Braindrain, genau. Also zwei Punkte, das eine war die Steuergerechtigkeit, die andere Geschichte, der Braindrain. Ich sehe das ehrlicherweise nicht so problematisch wie das, also ja, das Problem, das wir in Österreich tatsächlich haben mit dem Braindrain, besteht bei Medizinabsolventinnen, und zwar nicht, weil die ganzen Deutschen zurückgehen, sondern weil die Arbeitsbedingungen in Deutschland wesentlich besser sind als in Österreich. Und da die ganzen Österreicherinnen abhauen, die in Österreich studiert haben, weil sie dort besser zahlt kriegen. Und also abgesehen davon sehe ich, was den Braindrain betrifft, weniger Probleme. Wo es schon Probleme gibt, ist, dass wir halt so absurde Regelungen haben, wie wir wissen, wir brauchen viel mehr Leute im IT-Bereich. Alle jammern, es gibt zu wenige ITlerInnen, die gescheit arbeiten können. Wir limitieren aber die Studienplätze in den Informatikstudien massiv. Da muss man auch noch dazu sagen, da gibt es natürlich auch noch ein innerösterreichisches Ungleichgewicht, weil Klagenfurt wird sich sehr freuen darüber, dass mehr Leute nach Klagenfurt gehen würden, um dort Informatik zu studieren. Das sind Fragen, die die Hochschulpolitik eigentlich besser regeln müsste. Aus unserer Sicht sind diese Zugangsbeschränkungen kontraproduktiv. Dazu kommt auch noch, dass wir in der Informatik sehr viele Leute haben, die gar nicht abschließen, weil sie so früh abgeworben werden, dass es gar nicht notwendig ist, das Studium tatsächlich abzuschließen. Ja, also, aber im Großen und Ganzen sehe ich jetzt nicht den massiven Braindrain von Österreich weg, was wir so schon massiv, also ich habe am IHS das letzte Jahr eine europäische Pilotstudie zu Absolventinnen in 8 verschiedenen Ländern für die EU-Kommission geleitet, und das ist speziell ein Problem natürlich für östliche europäische Staaten, wo das ganz massiv ist. Also denen rennen quasi alle Absolventinnen davon, und es ist irrsinnig schwierig, dort überhaupt qualifizierte Leute zu finden, zu halten, auch weil das Lohnniveau natürlich deutlich niedriger ist. Und ja, also das ist jetzt, ich würde sagen, das ist jetzt nicht kein kernösterreichisches Problem. Okay. Ganz kurz nur, weil es vorher geheißen hat, Entschuldigung, kurz nur eine Ja-Nein-Antwort. Nein, nur zu dem einen Punkt. Ja, zu dem einen Punkt ist eine Ja-Nein-Antwort. Es ist jetzt, ich habe jetzt den einen Punkt rausgenommen, Steuergerechtigkeit, so wie ja, bin ich auch davor.
Nur ich bin mir hundertprozentig sicher, dass meine Steuergerechtigkeit, was meine Partei vertritt, im Vergleich zu den Grünen sehr viele Unterschiede haben wird. Deswegen ist eine Ja-Nein-Antwort relativ schwer. Frage ist ja, sollen Umsätze, die in Österreich erwirtschaftet worden sind, von digitalen Unternehmen in Österreich versteuert werden? Na, dann haben wir schon einen Konsens. Genau, das war die Idee. Facebook, Google und Sorgen. Es gibt mehrere, weil ich finde, die Steuergerechtigkeit zum Beispiel, was gewisse Sachen, was Mitarbeiter, was in den Hochtechnologiebereich sind, muss ich ehrlich sagen, das lockt nicht sehr viel hochqualifizierte Mitarbeiter an. Jetzt nur, das ja auch kurz einmal, wenn man sich die Wirtschaftsagentur anschaut. Die Wirtschaftsagentur, wir Freiheitlichen stimmen da eigentlich fast überall zu, weil die finden wir, die macht gute Arbeit, dann kann man auch zustimmen. Nur die Wirtschaftsagentur sieht selber, wir haben sehr viel in der Startup-Szene 1, 2 sehr gute Chancen. Dann, wenn es ums Kapital geht, Großwerte sollen wir machen, ist das Kapital einfach nicht da. Es ist jetzt letztes Jahr ein bisschen besser geworden, aber immer noch furchtbar. Und warum ziehen dann diese Unternehmen, die was wir wirklich von der Idee her wegfördern, oft dann weg, weil sie auch durch die Ressourcen und die Bedingungen, was steuerlich betrifft, in der USA, in Kalifornien, zehnmal besser sind als bei unserem Standard, was leider so ist. Ja, dann runter mit den Steuern, macht es. Ja, da muss man sagen, also, da würde ich doch bitte schon um ein bisschen Empiriebasiertheit dieser Diskussion bitten, welche Unternehmen sind konkret nach Kalifornien abgewandert, die den großen, also und ich rede jetzt nicht von Startups, die irgendjemand aufgekauft hat, sondern Betriebe, die tatsächlich abgewandert sind. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ganz konkret. Ganz. Also ich weiß nicht, es ist schwierig, diese konkrete Firma rauszunehmen, aber ich werde es nachliefern. Machen. Jörg, bitte. Konkrete Betriebsansiedlung mitten in Wien, Börgl, Ingelheim, 500 Arbeitsplätze als einer der letzten und viele andere mehr. Zwei oder drei Punkte. Also digitale Betriebsstätte, sind wir uns mehr als einig. Ich hoffe, dass ihr das dann auch als solches vertretet. Für mich ist mir hier eine Bitte in der allgemeinen Diskussion, und das tun wir selber jeden Tag vor die Augen führen. Wir haben über die letzten Jahrzehnte im Bereich der OECD und im Bereich der EU so viele Gesetze und so viele Abkommen getroffen und geschlossen. Und jetzt in der Diskussion um die Digitalsteuer als Übergangsmodell und die digitale Betriebsstätte ist in der politischen Diskussion dauernd so dieses, aber das werden wir nicht zusammenbringen und da können wir uns nicht drüber trauen. Ich finde, wir müssen uns drüber trauen und wir können uns die Geschichte der letzten Jahrzehnte hernehmen. Wir haben so viel schon geschafft und genau im Digitalisierungsbereich brauchen wir die digitale Betriebsstätte, sonst bleibt es unfair. Der Punkt mit der Rot-Weiß-Rot-Karte ist aber nicht von der Hand zu weisen. Wir kriegen teilweise keine Senior Speaker nach Österreich, die gerne einfach nur 2-3 Jahre da unterrichten wollen würden. Top-Leute aus Amerika, aus dem asiatischen Raum, aus wurscht woher. Rot-Weiß-Rot-Karte hindert daran, weil wir da extrem restriktiv sind. Wir kriegen aber für die großen IT-Konzerne genauso wie für die kleinen Unternehmen gewisse Leute mit Sonderfähigkeiten nicht mehr in dieses Land. Jetzt haben wir ein paar Jahre lang relativ viel weggespart an Leuten, die da kenne ich mich zu wenig im Detail aus, aber ich kann nur sagen, ich habe ein Beispiel einer Firma, das ich jetzt nicht sagen darf, wo die Wartung eines gewissen Computersystems von 3 Leuten gemacht worden ist, 2 davon sind wegrationalisiert worden. Die Firma tut es jetzt seit 3 Jahren extrem schwer, hier kompetente Leute dazu zu holen. Jetzt gibt es 2 Schienen, die man fahren muss. Zum einen müssen wir die Aus- und Weiterbildung in Österreich verbessern. Darum haben wir jetzt auch auf Wiener Ebene wieder die Unis und die FHs zusammengeholt. Aber auf der anderen Seite muss man über die Jahre jetzt ein bisschen die Rot-Weiß-Rot-Karte hier lockern, um Spezialisten herzuholen. Letzter Satz, wir haben so tolle Firmen in dieser Stadt, wir haben so tolle Firmen in diesem Land. Ja, es braucht faire Spielregeln, dass die ordentlich weiterarbeiten können, dass die expandieren können, dass die ehrliche Arbeitsplätze in Österreich schaffen können. Ja, es braucht faire Spielregeln und das im Optimalfall auf OECD-Ebene oder EU-Ebene. Klingt gut, gibt es eine dringende Frage, wir haben noch ein ganz ein möglicherweise nicht so kontroversielles Thema. Schauen wir mal. Das Thema ist modernes Sozialsystem. Arbeit, meinen wir, sollte sinnerfüllend sein. Nicht jeder hat den Luxus, das ist uns schon klar. Wie gesagt, heute fokussieren wir uns auf die Thematik der Wissensarbeiter und der
nehmen wir das einmal an. Natürlich gibt es auch blödsinnige Arbeiten, die man als Wissensarbeiter macht, aber im Normalfall. Aber was hat Arbeit auch sonst noch für einen Wert? Ne? Denkt man den freiwilligen Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau, Rettungsfeuerwehr, Pflege, Mutter und Hausfrau, was ist uns das als Gesellschaft wert? Naja, gibt's, ne? Habe ich gehört. Und Altenpflege in der Familie, die Frage, die sich hier sozusagen aus diesem Bereich stellt, ist, muss man nicht unser Sozialsystem neu und etwas anders denken? Gerade wenn ich sehe, dass wir vielleicht Arbeit mehr aufteilen können, weniger arbeiten müssen, das wird ja irgendwo wahrscheinlich auch in der Bezahlung sich niederschlagen. Was sind da so eure Gedanken? Ja, soll ich den Druck rausnehmen und was anderes sagen? Nein, ich weiß, die Mutter und Hausfrau war hart, aber... Ich bin wahnsinnig froh, dass wir einen Papa-Monat durchgesetzt haben, ja, und schön wäre, wenn er auf Bundesebene auch noch bezahlbar wäre. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Ich möchte aufs Ehrenamt eingehen, weil ich finde persönlich, wir haben da jetzt keine Parteiprogrammlinie oder so irgendwie, aber das Ehrenamt ist schon aus gutem Grund Ehrenamt. Was ich aber schon glaube, dass man auf kurz oder lang andenken kann, gewisse ehrenamtliche Tätigkeiten in der Gemeinschaft hier irgendwie auch zu belohnen. Wir arbeiten in Wien gerade an einem System, wo man gerade über die Digitalisierung auch im Kunst- und Kulturbereich dann Erleichterungen bekommt. Entschuldigung, darf ich ganz kurz unterbrechen? Vielleicht war ich da nicht ausführlich genug. Vor 500 Jahren ist ein Roman erschienen, der heißt Utopia. Da geht es im Prinzip um das Grundeinkommen zur Verhinderung von Diebstahl. In den 60er Jahren gab es das Modell der negativen Einkommensteuer von Milton Friedman. Die Frage, das Sozialsystem neu zu denken, geht eigentlich mehr in Richtung, ist Arbeit alles, ja, auf der einen Seite, und die andere Seite ist, was ist uns als Gesellschaft auch manches wert, wie zum Beispiel Freiwilligendienste, muss ja nicht unbedingt immer der zwangsrekrutierte Bundesheerler sein. Ne? Drei Sätze. Ziel muss es, dass Arbeit möglich ist. Arbeit gehört gerecht verteilt, und wenn es einmal schief geht, dann muss ein Auffangnetz sein. Das, was wir heute haben, ist die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Dreieinhalbster Satz. Wir haben leider eine Kultur, wo, wenn man sich eine Zeit lang herausnimmt, das gleiche Sozialschmarotzertum gesehen wird. Es gibt andere Staaten, Stichwort Neuseeland, wo man sich über einen gewissen Zeitraum rausnehmen kann und dann wieder einsteigt. Wir haben da viel zu verhärtete Fronten in der Frage. In unserem Staat. Also ich sage immer, Sozialsystem, und bei der Stadt digitale Verlierer, ich sage Verlierer ist für mich ein bisschen so ein Wort, es wird Veränderungen geben, es wird manche Jobs wegfallen, dafür wenn neue entstehen, das ist ein Veränderungsprozess, den muss man durchaus positiv, wo wir wieder mehr hingehen sollten, da bin ich durchaus, dass die Arbeit Freude macht. Wir haben in Österreich so, ich muss arbeiten gehen, hin und her. Es gibt aber auch Beispiele, wo die Leute das gerne tun und gerne viel arbeiten. Ich habe sehr viel mit Selbstständigen zu tun, sehr viel mit EBUs. Ich möchte auch gleich sagen, da gibt es auch genug mit Problemen, keine Frage, aber es gibt manche, die machen das leidenschaftlich gern. Und wenn man was gern macht, dann bildet man sie weiter und so weiter. Da muss man halt die Möglichkeiten dahin und diese Einstellung dazu. Ich weiß, dass sicher jeder Job nicht schön ist, aber mir wäre es, ich mache das, was ich tue, gern in meiner Firma, in der Politik. Und das würde ich vielen Menschen auch gönnen, dass sie das gern tun. Und das ist zum Teil ist eine Einstellungssache, so dann ich muss und alles gleich immer negativ sehen. Zum anderen ist es halt wirklich, wie schafft man den Arbeitsplatz, dass man auch gern hingeht und sich dort wohlfühlt. Und da gibt es ja durchaus, wenn man ein bisschen weiter rausschaut, Arbeitsplätze, die was ganz anders gestaltet sind, wie die, was man bisher kennt. Ich sage jetzt mal gerade bei oft viel kritisierten Unternehmen, zu Recht viel kritisierten Unternehmen, haben die auf der anderen Seite wieder Arbeitsplätze, wo sie dort Möglichkeiten denken, wow, ich meine, was ist vielleicht der negative Hintergedanke dabei, weiß ich nicht. Aber es gibt ja einen Grund, warum diese großen Firmen oft auch als beste Arbeitsplätze gewählt werden, weil sie einfach was bieten, was man sie jetzt eigentlich so bisher noch nicht gekannt hat, bis vor ein paar Jahren. Also ich nehme jetzt mal an, das spielt an auf zum Beispiel Google oder also Großkonzerne. Das spielt an, ja, durchaus Großkonzerne, ja. Ja, auch kleine Firmen. Wo es einen sehr großen sozialen Druck auch gibt, zum Beispiel bei der Google, also dann bei, also es gibt irgendwie Apartments, die man mieten kann und so weiter, aber es gibt Tischfußballtische in den Räumlichkeiten dort. Das Ganze zielt natürlich darauf ab,
die Mitarbeiterinnen dort noch viel stärker auf das Unternehmen einzuschwören und letztlich sich dem, also eins zu werden quasi mit der Firma und alles dafür zu geben. Und also die, diese Modelle sind vor allem deswegen schwer umstritten, weil es zu einer kompletten Entgrenzung führt zwischen Privatleben und Erwerbsleben. Und ist aus meiner Sicht auch tatsächlich zu Recht kritisiert. Also das ist ein genereller Phänomen, also Entgrenzung. In Frankreich gibt es Firmen, die schalten die Mailserver übers Wochenende ab. Das würde mich persönlich total wahnsinnig machen. Ebenso. aber ganz grundsätzlich ist es natürlich eine Problematik, dass die ständige Erreichbarkeit auch von Firmen erwartet wird. Das geht einher mit diesen Modellen, die suggerieren, das ist eh alles, also du kannst das alles frei auslegen und frei gestalten und gleichzeitig also möglichst locker, und in Wahrheit sieht es halt darauf ab, dass die Arbeitsleistung, und das ist auch der Effekt davon, das lässt sich ja auch empirisch überprüfen, dass wesentlich mehr Arbeitszeit noch erbracht wird. Ich würde aber gerne noch auf den anderen Punkt eingehen, also Arbeitszeitverkürzung ist ein Thema, das wir heute glaube ich auch schon angesprochen haben. Es wird weniger Erwerbsarbeit notwendig sein und wir sollten sie einfach umverteilen in anderen Ländern. Also wir haben grundsätzlich das Problem, und das problematisiere ich tatsächlich, und ich glaube, um da einen kritischen Punkt anzumerken, die Digital Society kann in Sachen Feminismus glaube ich schon noch ein bisschen dazulernen. Bist herzlich willkommen, es steht offen zur Diskussion, ja, einfach also einbringen. Meine Zeit ist leider vielleicht begrenzt. Ein Mitarbeiter von dir. Nein, das ist nicht mein Job, und das ist sicher auch nicht der Job von einem Mitarbeiter des Parlaments oder da jetzt sich einzubringen, aber also es ist nur ein Denkanstoß, dass man diese Themen ja schon durchaus anders auch abbilden könnte. Wir haben die Situation, dass 50% der erwerbstätigen Frauen in Österreich in Teilzeit beschäftigt sind. Wenn man sich intereuropäische Vergleiche anschaut, dann könnte es auch ganz anders sein. Und es könnte zum Beispiel eine Annäherung bei den Arbeitsstunden geben, 30-30, dann ist auch die gesamte Care-Arbeit anders verteilt. Und das wäre also Hausfrau und Mutter und keine Ahnung was, das ist ja alles ganz nett, aber das leugnet halt schon die gesellschaftliche Verantwortung von Vätern an der Kindererziehung und Kinderbetreuung ganz definitiv auch, was halt mit ganz vielen gesellschaftlichen Dingen zu tun hat, dann auch was Rollenbilder betrifft, wo wir sehr eingefahren sind, und gerade wenn man über Technik diskutiert, also Gender Gap, glaube ich, also, müssen wir gar nicht anfangen. Ich möchte nur gerne was sagen zu dieser Frage bedingungsloses Grundeinkommen. Die Idee klingt ja grundsätzlich ganz nett, aber ich finde, dass diese Diskussion völlig irrational verläuft. Ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Höhe von ca. 1000 Euro, von denen eh niemand leben könnte, würde bereits die Hälfte unserer Steuereinnahmen auffressen, ohne dass eine einzige Schule, ein einziges Krankenhaus oder sonst irgendwas gebaut wäre. Wenn man sich anschaut, wer in Deutschland diese Idee propagiert, das ist die FDP. Da muss man sich vielleicht ein bisschen fragen, na hoppala, warum wollen die Neoliberalen ein bedingungsloses Grundeinkommen? Wir haben eine ähnliche Situation bereits in Großbritannien, wo solche Transferleistungen letztlich dazu führen, dass große Teile der Bevölkerung komplett ausgegrenzt wird. Das ist quasi so eine Ablasszahlung, die es ihnen halt gibt, damit sie Ruhe geben und dann in ihren Bereichen bleiben. Das halte ich für den falschen Weg. Also das Modell, also wir haben jetzt eben nicht mehr die bedarfsorientierte Mindestsicherung, die aus meiner Sicht der richtige Ansatz ist. Wir haben die Sozialhilfe neu, mit einer sehr bösartigen Kommentierung, weil es ist eben nicht so, dass Freude an der Arbeit eine Einstellungssache ist, sondern es ist ganz grundsätzlich die Frage, was ist die Qualität meines Arbeitsplatzes, den ich überhaupt habe, sowohl was die Tätigkeiten betrifft, wie monoton ist es. Mein allererster Job war in der Metallverarbeitung, wo ich im Akkord Ventile geschraubt habe. Das war für mich nur ein Monat, aber da gibt es Leute, die das ihr ganzes Leben lang machen. Also da darf man schon dann in Frage stellen, ob jetzt freu dich doch endlich mal über deine Arbeit der richtige Zugang ist. Aber zum bedingungslosen Grundeinkommen glaube ich, dass die Grundidee, es kommt da immer aus einer sehr akademischen Idee heraus,
in der Arbeitssoziologie ist ganz klar, Erwerbsarbeit ist ein ganz, ganz wichtiger gesellschaftlicher Integrationsfaktor. Und in der gesamten Debatte über Prekarisierung, da geht es ja immer darum, dass diejenigen, die rausgedrängt werden aus dem Normalarbeitsverhältnis, das da ist, es gibt da fixierte Stundenanzahl, es ist kontinuierliches Arbeitsverhältnis, es gibt da klare Arbeitsplatzbeschreibung, Betriebsrat und so weiter. Je größer der Teil, und da ist in Österreich noch relativ klein, wenn man nach Deutschland schaut, ist das dort schon viel weiter fortgeschritten und viel problematischer, wo sich vergleichsweise immer weniger Leute in Normalarbeitsverhältnissen befinden. Das hat da Auswirkungen auf den Rest, weil ihnen vermittelt wird, du bist jederzeit ersetzbar, hinter dir stehen 20 andere, die bereit sind, für den niedrigen Lohn deinen Job zu übernehmen. Also das in der Arbeitssoziologie ist das in Klammer Integrationspotenzial von Erwerbsarbeit dementsprechend ist es nicht zielführend zu sagen, okay, weil es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen und jeder sucht sich selber aus, ob er erwerbstätig sein will oder nicht. Das glaube ich hätte verheerende Konsequenzen. Wie gesagt, in Großbritannien ist das bereits zu beobachten. Habe ich schon ganz lang geredet, aber. Heißt auch Utopia. Bitte. Man kann eben auch hier die Wissensarbeiter, Wissensarbeiterinnen auch nicht losgelöst von der restlichen Gesellschaft sehen. Kann vielleicht sein, dass bedingungsloses Grundeinkommen für diese Zielgruppe eine Idee ist, aber ich glaube auch, dass es gut gemeint ist, aber nicht gut. Viele Argumente sind schon gefallen, ich möchte jetzt nicht doppeln. Was ich aber nochmal unterstreichen möchte, es hat definitiv mit der Größe oder der Prozentzahl der Arbeitslosigkeit zu tun. Und wir wollen die Arbeitslosigkeit so gering wie nur irgendwie möglich halten. Und natürlich sind uns dann auch Jobprogramme wie 20.000 der letzten Regierung, also vorletzten, hilfreich. Weil je mehr Menschen wir in der Erwerbsfähigkeit im Arbeitsleben haben, desto mehr können sie sich selber hier weiterentwickeln, die nächsten Schritte gehen oder. In dem Moment, wo du eine Zeit lang einmal draußen bist, vor allem nicht frei gewählt, ist die Geschichte schon schwieriger. Und ja, die Sozialdemokratie hat vor über 100 Jahren die Studie die Arbeitslosen im Marienthal umgesetzt, aber seitdem haben wir hunderte, wahrscheinlich tausende Studien, die uns wieder und wieder genau diese Dinge und diese Punkte zeigen und vor Augen führen. Und da haben wir jetzt aber bei all den Dingen, die wir jetzt schon als problematisch angeführt haben, noch nicht über Plattformarbeit gesprochen, wir haben noch nicht über die Phänomene dieser ganzen unbezahlten Praktika gesprochen, die jetzt irgendwie auch daherkommen. Jetzt ist man 20 Jahre alt und macht nebenbei 3 unbezahlte Praktika, damit man sie mal den Lebenslauf stehen hat. Also irgendwie mit der zunehmenden Arbeitslosigkeit wird ja wirklich der einzelne Arbeitnehmer immer, also der kann immer leichter runtergedrückt werden. Und darum, die Leute müssen, inklusive uns allen, die wir hier sitzen, die Möglichkeit haben, am Arbeitsleben teilzuhaben. Es braucht eine vernünftige Interessensvertretung. Und ja, du hast leider vollkommen recht, das stimmt, die bedarfsorientierte Mindestsicherung wurde abgedreht, aus Gründen wie auch immer. Wir haben in Wien zum Glück noch ein sehr ähnliches Modell und solange wir uns das leisten können, werden wir daran festhalten, weil das ist der Würde derjenigen, die aus dem Arbeitsleben rausfallen, nur recht. Ja, ein bedingungsloses Grundeinkommen, was die Frage war, ich habe mir das schon, das klingt natürlich interessant, haben wir da verschiedene Modelle, es geht ja auch vom bis angesehen. Ich habe bis jetzt noch keines entdeckt, was auch zu unserer Gesellschaft, zu unserer Mentalität passen und auch funktionieren würde. Man muss ja auch bereit sein für gewisse Sachen, dass man die ausführt. Und ich sage jetzt, weil es jetzt heißt, mit Auszeit und Lücken, also ich habe sehr viel in der Personalberatung gemacht, das stimmt. War eine lange Zeit so, ein Lücken drin, ist ein Horror gewesen im Lebenslauf, ist es aber mittlerweile nicht mehr. Es ist halt immer die Frage, wie erklärt man diese Lücke, weil der Arbeitsmarkt, es kommt natürlich, weil sie hin und her sind, es kommt natürlich auf den Bereich davon, wo man ist. Aber wenn man die Lücken auch dementsprechend bei einem Vorstellungsgespräch dann erklären kann und nicht nur sagen, ich bin auf der faulen Haut geht oder warum das passiert ist, dann sehe ich das jetzt nicht mehr so problematisch, weil die Firmen ja doch teilweise froh sind, dass sie Leute kriegen, die was da reinpassen. Möchte nochmal zurückkommen, Arbeit, Freude mit der Firma. Ich finde, was ist jetzt so schlecht, warum hat man immer die Firma auf der einen Seite, der Arbeitnehmer, und man muss sich da gegenseitig ausspülen und streiten. Also ich kenne
Zeiten und keine Leute, die sagen, meine Firma hat den Auftrag gekriegt. Das ist aber nicht seine Firma, der ist Angestellter, der ist stolz drauf und das ziehen wir jetzt durch, das machen wir und ist ein wechselseitiges Gegenspiel, weil ich möchte jetzt einmal warnen, dass alle, die, weiß ich nicht, die bösen Chefs und alle und die Mitarbeiter nur ausnutzen, das sehe ich so nicht und ich finde, das zusammen soll durchaus auch wieder sein. Warum skizzierst du das jetzt so? Ja, weil der Eindruck war, wie zum Beispiel ein Großkonzern, der was für die Mitarbeiter sagt, jetzt ist nur der Billardtisch, es gibt ja da viele andere Sachen, und da immer gleich alles negativ gesehen wird. Da gibt es ein konkretes Phänomen, dass da Entgrenzung, wo zwischen Arbeitsplatz und Privatleben hier keine Grenze mehr stattfindet. Menschen, die in der Früh in der U-Bahn schon eine halbe Stunde nutzen, um die Mails zu checken. Gerne, wenn da eine starke Arbeitnehmervertretung ist, eine Gewerkschaft, die diese halbe Stunde zumindest als Arbeitszeit andenkt. Umgekehrt aber dürfen unsere Unternehmer da nicht allein gelassen werden. Also das Ganze ist komplexer. Ja, natürlich. Also ich möchte nur an und ergänzen, das sind ja keine Dinge, die mir da gerade spontan eingefallen sind, in meiner Genialität, sondern das ist seit Jahrzehnten, also ja, auch das Phänomen der Entgrenzung beforschen wir in Wahrheit seit Beginn der 90er Jahre. Und das ist nicht was, was irgendwie aus dem luftleeren Raum kommt, sondern wo es ganz konkrete empirische Ergebnisse gibt. Und zwar in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Settings, ob das in den USA oder in Europa oder in Österreich ist. Ich verstehe schon, also eigentlich ist das Thema Wissensarbeit, also ganz grundsätzlich sollte der Anspruch sein, weil man Politik macht, halt schon Empirie geleitet zu argumentieren, aus meiner Sicht. Ja. Und dementsprechend, also da geht es auch nicht um Ansatz-Samples und Anekdoten. Ich kenne da wen und ich kenne viele Leute. Das hat für mich relativ wenig Relevanz, um ehrlich zu sein. Ich argumentiere diese Dinge, die ich da sage, auf der Basis von empirischen Studien, in dem Fall aus der Arbeitssoziologie. Und dort sind es reale Phänomene, die sind überprüfbar und an ganz vielen unterschiedlichen Stellen überprüfbar und dementsprechend auch nicht einfach so wegzuwischen, die Leute haben halt irgendwie eine schlechte Einstellung, man soll ihnen alles schlecht reden. Das ist halt, also das sind die Rahmenbedingungen in dieser Gesellschaft. Und dieses eine Beispiel in der U-Bahn sitzen und schon an den Mails arbeiten, die einen Menschen können leichter damit, das heißt die ganzen Jungen zwischen 20 und 30, sage ich jetzt sehr oberflächlich, nein, das ist jetzt nicht empirisch belegbar für mich, aber andere Leute im Alter 50 plus können vielleicht schwerer damit. Ach, die können das auch, glaube ich. Andersrum. Ich wollte jetzt nicht auf diese persönlichen Beispiele gehen, aber ich kenne persönlich Beispiele, die sagen, das will ich nicht. Und das ist meine Ansicht, dass das auch möglich sein muss, aktiv das Ding wegzulegen, aktiv sagen zu können, das will ich nicht. Nur, es gibt einfach die Beispiele, da geht's gut, hervorragend. Ich fühle mich in meiner Firma wirklich sehr wohl als Arbeitnehmer und mit meinen Kolleginnen auch. Ich hoffe, du auch oder du scheinbar auch. Die Siege wahrscheinlich auch, das ist sehr schön. Aber trotzdem müssen wir in der Politik hier Rahmenbedingungen schaffen, dass eben hier es zu keinen Situationen kommt, dass sich Leute in ihrem Arbeitsfeld bedrängt oder sonst was fühlen müssen. Und da ist für mich die Gewerkschaft, Arbeitnehmervertretung einer der wesentlichen Faktoren. Durch die Sozialpartnerschaft im direkten Austausch und solche Dinge zu verhandeln und das nicht im luftleeren Raum zu lassen. Da gebe ich dir jetzt völlig recht. Nur die Frage ist, was machen Leute freiwillig, was wird verlangt von der Firma? Da sind sehr viele Unterschiede. Warum schauen sie sich das an? Und warum ich gerne ein Praxisbeispiel rede, weil ich sage, in der Theorie und in der Wissenschaft ist alles, ich bin halt mehr praktisch veranlagt und nehme praktische Beispiele an, da bin ich über Zugänge. Dann nimm 8 Millionen Beispiele und bring es runter. Aber ich sage jetzt einmal, jetzt wenn wir jetzt um das Thema mit dem Handy, der dauernd der Sklave von dem Ganzen ist, da kommen wir auch wieder zurück zur Bildung. Man kann das abschalten, ich zum Beispiel, ab 20 Uhr in den allermeisten Fällen drehe ich das Internet ab. Im Notfall bin ich zwar telefonisch erreichbar, weil das Internet, WLAN und das mobile Datennetz ist aus. Da sind die ganzen WhatsApp-Passi, der ganze Nachkommen in die verschiedenen Gruppen und drehe es in der Früh um 6:30 meistens wieder auf. Und so tue ich mir ein bisschen, sage ich mal, zurücknehmen. Und das gehört auch in der Bildung gelernt und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Und ich glaube kaum, dass er. Es ist jetzt nicht so, dass die Firmen das vorschreiben. Viele machen es freiwillig oder sie glauben, sie müssen es. Das ist auch ein Problem, gebe ich auch zu. Gibt es jetzt am Bettler unmittelbaren Bedarf zu antworten, weil sonst würde ich nämlich ganz gerne die ersten Publikumsfragen hereinnehmen. Ich glaube, das ist ein Thema, das reizt. Bitte.
Digitalisierung findet statt, das wird jetzt passieren, es läuft schon die ganze Zeit, das ist ganz klar. Jetzt werden, wie wir auch gehört haben, in der nahen Zukunft sehr viele Jobs obsolet. Vor allem monotone, repetitive, ich selber arbeite seit Monaten mit Robotics und löse in meinem Unternehmen sehr viele monotone, unnötige, verrückte Prozesse, die automatisiere ich. Das heißt, nicht nur in meinem Bereich, aber auch in der Technik, also das mit dem irgendwas manuell irgendwo reinschrauben, das wird wahrscheinlich zukünftig auch ein Roboter machen. Was ist wirklich der langfristige Plan der Politik? Wie steuert man dem entgegen? Weil diese Arbeitsplätze gehen verloren. Es wird natürlich neue geben, aber nicht so viele wie für diese monotonen, unnötigen Arbeiten. Vor allem der Begriff der Qualifikation. Man hört dich nicht. Gut, das ist wieder ein anderer. Also die langfristige. Ich kann die zwei Kernpunkte von meiner Warte nochmal wiederholen. Das eine ist wirklich die Angebote schaffen, dass Menschen, die jetzt im Berufsleben bereits sind, sich weiterentwickeln können. Denken wir damals an den Drucker, der klassische Drucker, der Bleisetzer, der da in der Zeitungsesse ist und die Bleibuchstaben gesetzt hat. Ja, dieser Job war dann einfach obsolet. Das ist Fakt. Inwiefern hat man den Menschen die Möglichkeit gegeben, sich im Unternehmen oder außerhalb weiterzuentwickeln? Mein Vis-à-vis-Nachbar, Beispiel persönliches, dem hat man die Möglichkeit gegeben und unterstützt und der ist danach in der Zeitung in einem anderen Bereich untergekommen. Du wirst, also dort, wo wirklich Jobs wegbrechen, und da wirst du es nicht anders lösen können. Der zweite Punkt ist aber für mich schon die Rolle der Interessensvertretung und der Gewerkschaft. Ich glaube schon, dass die Gewerkschaft hier immer wieder den Druck rausnehmen muss. Und dort, wo sehr momentan die Beschleunigung daherkommt und wo momentan Jobs wegbrechen, muss die Arbeitnehmervertretung dastehen und die betreffenden Personen, und wenn es wir sind, auffangen und hier vertreten und unterstützen. Diese zwei Faktoren sind für mich das Um und Auf, um in dieser schnellen Dynamik menschlich versuchen umzugehen. Das heißt nicht, dass wir alles aufhalten können, das heißt, dass wir helfen müssen, hier in dem Prozess selbst weiterzukommen. Naja, also zwei Punkte, Arbeitszeitverkürzung wird ein Thema sein, auf jeden Fall. Das andere ist, also je nachdem, also das wird vielleicht schneller kommen, als wir denken, also wenn die Autoindustrie in Deutschland massiv einbricht, wird es auch den Zuliefermarkt in Österreich treffen. Da wird man entsprechende Auffangmaßnahmen organisieren müssen. Das ist, ja. Aber das ist im Bereich des Möglichen, aus meiner Sicht. Ganz grundsätzlich vielleicht dazu auch noch, ich glaube, dass sich auch die Debatte wieder ein bisschen hinweg verlagert von dieser, also es gibt einen zweiten oder einen dritten Arbeitsmarkt und auch das wird wieder stärker, also stärkere Relevanz gewinnen, glaube ich. Also Stichwort 20.000, Aktion 20.000 etc., also das... auch das ist eine staatliche Aufgabe, sich dafür zu sorgen. Danke für Ihre Frage in Sachen Robotik. Ich bin seit 5 Jahren in dem Feld in Österreich tätig und ich kann Sie beruhigen, meiner Erfahrung nach, und das sind österreichische Kunden, österreichische Unternehmen, die sehr stark auf Software-Robotik setzen. Es ist kein einziger Job weggefallen. Das Ziel ist es nicht, die Jobs obsolet zu machen, sondern den Wissensarbeiter der Zukunft, mittlerweile der Gegenwart, so digital fit zu machen, dass er höherwertige Mehraufgaben besser erfüllen kann. Und ich glaube, das ist das Ziel, das Sie mit Robotik verfolgen. Und ich glaube, wo die Politik gefordert ist, ist, was Sie vorher erwähnt haben, Herr Neumeyer, die Demokratisierung von AI oder sagen wir von Schlüsseltechnologien, verfügbar zu machen, sowohl für Unternehmen als auch für uns als Mitbürger, als Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Ja, darf ich da kurz die Frage ist halt immer höher qualifizieren und so weiter von einfachen Tätigkeiten. Die Frage ist auch oft, wollen Leute das? Manche Leute sind glücklich, also es gibt verschiedene Menschentypen. Und der eine sagt, ich bin mehr, sage jetzt einmal, aktiver Mensch, der andere mehr reaktiver. Was mag der? Und wird es diese Jobs dann noch geben, auch für diese Typen? Natürlich kann man sagen, mit Weiterqualifizierung wäre alles gelöst, aber wenn der dann total unglücklich ist, ist das vielleicht auch nicht die richtige Lösung. Die
die einzige. Kannst du das vielleicht sagen? Meines Wissens geht es ja jetzt nicht um die simplen Handarbeiten, um die einfachsten Jobs, sondern das doch Thema. Also auch gerade ihr habt also das eingangs haben wir versucht, das einzuschränken. Natürlich könnten wir jetzt über Thematiken wie einfachste Hilfsarbeiterjobs, das was die Sigi gemeint hat, mit Handmontage von irgendwelchen Ventilen, das sind bewusst Themenkreise, die wir für diesen Scope jetzt einmal ausgenommen haben. Das heißt nicht, dass wir damit nicht weitermachen, und das heißt auch nicht, dass, wenn man Verbesserungspotenzial in unserem Paper findet, herzlich willkommen. Wir laden sogar jeden ein, und das muss man nicht selber machen, vielleicht kennt man jemanden, eine Interessensvertretung, anderen Vereinen, die sich hier in diesem Thema einbringen wollen und sagen, ach, das ist ein bisschen sehr männerlastig geschrieben, das kann man verbessern. Wenn du hier unseren Zugang legen kannst, herzlich gerne. Es kann nur besser werden, es ist auch die Idee, warum wir dieses Papier auf eine Partizipationsplattform stellen, weil wir nicht so vermessen sind zu sagen, wir sind die Einzigen, die wissen, wie es geht, sondern ganz im Gegenteil, es lebt davon, dass sich viele, viele, viele beteiligen, weil es am Ende des Tages uns allen helfen soll. Vielleicht zur Erinnerung noch einmal http://digitalsociety.at/wp-arbeit. Also man muss ja eigentlich nur merken, wenn man unsere Website nochmal gefunden hat, wp-arbeit für White Paper Arbeit, und dann kann man da mitmachen, wenn man es will. Bei euch habe ich es in der gebundenen Einlage auf der Seite 3 eingedruckt, damit sich die Urdel nicht merken lässt. Das, was ich per Mail geschickt habe, war, oder geschickt wurde, hatte diese Urdel noch nicht drinnen. Ich möchte jetzt ganz kurz zum Abschluss kommen, nämlich anschließend einfach wegen der Zeit, ist doch fast 9 geworden. Ich würde jetzt gerne alle am Panel einladen, ein kurzes Abschlussstatement zu machen. Was steht bei der jeweiligen Partei auf der Agenda, um in Richtung Digitalisierung weiterzukommen? Wir haben einige Aspekte besprochen, vielleicht maximal 2 Minuten, damit wir es wirklich um eine den Chaos schaffen. Bitte. Wo anfangen? Also abgesehen von den Dingen, die wir jetzt heute so diskutiert haben, ist natürlich Breitbandausbau immer noch ein großes Thema. Ich komme aus der Pampa, ich komme vom Berg runtergekreist quasi, aus Tirol, aus dem Stubaital. Natürlich ist die grundsätzliche Frage, sowohl was den gleichwertigen Zugang aller Bevölkerungsschichten betrifft zu einem schnellen Netz, als auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive, wo es ja darum geht, Klein- und Mittelunternehmen am Landtag gescheit anzubinden, ist das Um und Auf. Und Noch ein Aspekt, der heute noch nicht gefallen ist. Dankeschön. Ja. Guter Punkt. Ich glaube, die 3 Schwerpunkte werden bei uns sein, weitere Ausbildungsmöglichkeiten in der Arbeit. Das, wo wir auf jeden Fall mit allen Mitteln dranbleiben werden, ist die Bildungsfrage. Ich glaube, das liegt auf der Hand, auch so wie ich heute das Bildungssystem kritisiert habe. Ich glaube, dass die Lehrerinnen und Lehrer einfach mehr Unterstützung brauchen und den Kindern einfach die Arbeitsmittel der Zukunft geboten werden müssen. Dritter Punkt, der Demokratisierung. Und das ist etwas, was ich in Europa mit diesen unterschiedlichen Ergebnissen der letzten Jahre schon als ein bisschen problematisch empfinde. Stichwort Breitband, inklusiver Ansatz. Wir brauchen wirklich ein flächendeckendes Breitband oder möglichst. Und dann die Lücken mit 5G schließen, obwohl es eh traurig ist. Das sehe ich bei dem, was Schwarz-Blau zuletzt entschieden hat, leider nicht. Also kann man bis auf das letzte kurze Statement da jetzt... Nein, ich kann mir teilweise natürlich Breitband, Bildung und so weiter anschließen. Was auch noch wichtig ist, sage ich jetzt, die digitale Amtswege so viel wie möglich erleichtern, weil man sieht ja, es gibt ja viel schon, ich sage jetzt einmal vom Meldezettel, Langfangstrafregister, Auszug, das ist, man muss nicht jetzt mehr hingehen, das funktioniert super schnell von zu Hause. Das ja, sind tolle Sachen, was passieren, daran muss man weitergehen. Was mir aber wichtig ist, und das habe ich in Eingangsstatement gesagt, bei all dieser Sachen, Algorithmen, künstliche Intelligenz, es soll der Mensch im Mittelpunkt, es muss der Mensch was bringen, es soll der Mensch was abnehmen, und die Entscheidung muss aber auch der Mensch tragen bei der ganzen Geschichte. Es ist noch unbedingt irgendein Impuls, der beantwortet werden muss, weil sonst würde ich nämlich jetzt ganz gerne zum Schluss kommen. Erstens einmal vielen, vielen Dank, dass ihr nach einem langen, harten Wahlkampf
und vielen, vielen Stunden, die ihr aufgebracht habt, heute es hierher geschafft habt. Dafür bitte meinen großen Applaus. Und ich glaube, es ist vollkommen egal, auf welcher Ebene von einer Partei, es sind alle gerannt, damit es halt so gut wie möglich wird. Bei manchen ist es sehr gut gelungen, bei einigen gibt es noch Raum nach oben. Ne? Sagen wir es einmal so. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei unseren Besuchern bedanken. Vielen Dank für die Teilnahme. Es tut mir leid, wenn nicht jeder zu Wort gekommen ist. Aber meine Aufgabe war es unter anderem auch zu schauen, dass wir wirklich um 9 fertig sind. Das Ziel können wir erreichen. Ich glaube, wir haben einige Aspekte beleuchtet. Allumfassend geht nicht. Wichtig ist, wenn man selbst oder man jemanden kennt, der im Umfeld hier gute Ideen einbringen will, bitte unbedingt den Link wb-arbeit und daran mitarbeiten. Das Dokument wird bis 12.11. offen stehen. Warum 12.11.? Weil es am 20.11. der Veranstaltung hier wieder geben wird, einen Digitalk, so unter Anführungszeichen, meine Demokratie ist nicht deppert. Jetzt auch mit Partizipation. Wir werden es wahrscheinlich irgendwie eindeutschen und weniger wienerisch machen, aber so die Idee ist, wir wollen diesen Case und diesen White Paper mal auch hernehmen, um zu zeigen, man kann eine komplexe Thematik auch über Partizipationstools heutzutage lösen. Vielleicht eine Anregung, die man in der Demokratie zurückspielen kann, damit man nicht Begutachtungsprozesse von Gesetzen macht und das ist dann ein Postmortem Nabelschau, die eh kein Hund interessiert, weil der Input, der da daherkommt, kommt eh schon spät und eigentlich wollen wir das schon lange beschließen. Man hat es ja bei einigen in den letzten Jahren, gerade in den letzten paar Jahren, gesehen, dass Begutachtungsfristen ja nicht einmal, naja, ignoriert, weiß ich nicht, aber sagen wir sehr different gehandhabt wurden. Vielleicht kann man es ja ändern und sagen, führen wir es vorher ein, wenn ein Gesetz entsteht, bringen wir die Bürger dazu zu partizipieren, vielleicht bringen wir was Gescheiteres zusammen. Es kann natürlich auch sein, dass natürlich die Weisheit im Ministerium lebt, dann braucht man ja nicht mehr viel dazu tun. Mir bleibt nur noch einmal herzlichen Dank für die Teilnahme, für die rege Diskussion. Danke fürs Kommen. Einladung steht natürlich, wir haben hier Getränke, bitte zuzugreifen und ein bisschen Netzwerken, Gedankenaustausch. Herzlichen Dank, schönen Abend.